Ciao, ciao. Diese Nachricht geht an alle Meisterdetektive, die sich heute hier versammelt haben. Wir, Jeanette und ich, Hugo, ciao, sind heute hier, um den Mord im Gellhoff Manor aufzudecken, mit Hilfe des Playbooster Displays. Mit Verlosung, viel Spaß. Ja, vor uns liegt ja schon der Haupthinweis, um den Mordfall in Gellhoff Manor aufdecken zu können, das Playbooster-Display. Bevor wir da aber reingehen, ich wechsle mal zur normalen Stimme, kommen wir erst noch zur Verlosung. Da gibt es nämlich von Ultimate Garden ein neues Produkt, nämlich Flippin' Tray 133 plus Xeno-Skin zu gewinnen. Wir haben hier unten ein riesengroßes Fach für, ja, 133 Double-Sleeve-Karten oder 160 Single-Sleeve-Karten, also perfekt für ein Commander-Deck oder natürlich auch mehrere Standard-Decks, die du da reinpacken kannst. Mhm. Einen starken Magneten. Oben haben wir dann noch ein Würfelfach, ne, auch schön groß, also da kannst du alle möglichen Würfel reinpacken. Xenoskin-Material heißt also schön stabil, geht auch nicht einfach auf, wenn man es irgendwie so schüttelt. Und das ganze Ding könnt ihr gewinnen, indem ihr was tut? Indem ihr das Video liked, kommentiert und den Kanal abonniert. Genau, ein sehr cooles Produkt. So. Gut, bevor wir ins Display reingehen, wir veranstalten auch immer wieder Magic Events bei uns im Store. Also kauft euch gerne ein Ticket über unsere Website unter dem Reiter Events und seid live mit dabei. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Pre-Release Events zu Mord in Gellhoff Manor sowie auch Draft Events und weitere Events halt rund um das neue Set. Genau, und dann lesen wir uns erstmal die Rückseite durch, nämlich folge den Hinweisen, löse den Fall. Taysa Gellhoff ist tot. An einem Ort, der so gefährlich ist wie Ravnica, ist Mord die einzige Schlussfolgerung. Sammle Beweise, tarne dich mit Verkleidung und identifiziere Verdächtige, während du das tödliche Geheimnis im Herzen der Stadt entschlüsselst. Wirst du dich als der beste Detektiv der Agentur beweisen, bin ich schon, und den Mörder entlarven, bevor es zu spät ist, aber sowas von. Was sind Playbooster? Ist natürlich jetzt neu. Playbooster sind eine Kombination aus Draft- und Set-Boostern, perfekt für Limited-Formate und es macht Spaß, sie zu öffnen. Du kannst darin Artwork-Karten, Showcase-Karten und zusätzliche seltene und oder sagenhaft seltene Karten finden. Außerdem befinden sich in jeder Packung eine traditionelle Vollkarte. So, 36 Booster haben wir hier drin und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in das Produkt. Rein in das gute Stück. Ich habe mir auch nochmal auf der Seite einmal kurz aufgeschrieben, wie die Booster so aufgebaut sind, die Playbooster. Genau, wir haben aber ich glaube, willst du es sagen? Sonst gucken ja, wir ja, okay, ich würde es eigentlich noch sagen, während ich hier das gerade öffne. Aber wir haben hier erstmal noch eine kleine Seite, wo wir auf der Rückseite nochmal die ganzen Themen haben, die man bauen kann. Ne? Mhm. Also das ist auch immer sehr schön, damit man so eine Inspiration bekommt, was eigentlich die einzelnen Farben machen. Na, ich lese das jetzt nicht nochmal vor. Ich lese es nochmal vor. So. Weiß-Blau ist halt Detektive, Blau-Schwarz ist Hinweiskontrolle, Schwarz-Rot ist verdächtigt Aggro, Grün-Rot ist riesenhafte Verkleidung, Grün-Weiß ist breitgestellte Tarnung, Weiß-Schwarz ist Tarn und Täuschen, Blau-Rot ist Artefaktopfer. Oh, das hört sich ja auch schon toll an, Artefaktopfer. Schwarz-Grün ist Grabausbruch. Rot-Weiß ist Bataillon und Grün-Blau ist Beweissicherung. Breit gesteuerte Tarnung. Achso, schön. So, 36 Booster haben wir. Ich gebe dir mal die Hälfte. Dankeschön. Bitteschön. Zack. Und die letzte Hälfte teilen wir dann nochmal auf. So. Danke, danke. Und dann suchst du mal ein bisschen näher ran. Und ich gehe in das allererste Playbooster. Das freue mich auch schon drauf. Weil das ist jetzt mal ganz neu. Bin mal wirklich sehr gespannt, wie sich die spielen lassen. Wir haben eine bis sechs Karten, also Slot 1 bis 6 ist eine Kamm, Slot 7 ist eine Kamm, eine Listenkarte oder eine Special Guest Karte. Slot 8 bis 10 sind dann Uncomes, Slot 11 ist die Rare oder Mythic Rare, Slot 12 ist das Basic Land und dann kommt eine Wildcard Slot, das kann alles Mögliche sein. In Non-Foil, danach einer in Foil und danach sind wir dann auch schon beim Token oder Werbekarte oder Land, was auch immer, oder Stempelkarte. Ja. Und da haben wir erstmal die Toxinanalyse. Für ein schwarzes Mana spontan Zauber. Eine Kreatur deiner Wahl erhält Todesberührung und Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Stelle Nachforschung an. Ist auch wieder in diesem Set drin. Erzeuge einen Hinweisspielstein. Es ist ein Artefakt mit für zwei Mana Opfer. Dieses Artefakt ziehe eine Karte. Mhm. So. Gelangweilter Analytiker.
für 2 Mana 3-2. Ein Mensch-Detektiv mit Verteidiger. Und immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, verliert der gelangweilte Analytiker bis zum Ende des Zuges Verteidiger und Wachsamkeit. Das kriegt man natürlich dann perfekt mit den ganzen Hinweisen hin. Ja, ne? Dann ist er nicht mehr gelangweilt, dann legt er los. Ja. Dann hat er einen Hinweis und dann legt er los. Ja. Hasdar Bürgerwehr für 5 Mana 4-4. Immer wenn die Hasdar Bürgerwehr ins Spiel kommt oder angreift, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 2 oder weniger, die du kontrollierst. Oh, der ist gut. 4-4, der ist gut. Ein Riesensoldat. Dann haben wir das, oder den verdeckter Kroko. Delf, okay, ja. Für 4 beliebige, ein blaues Mana, 5-5, 11 Krokodil-Detektiv. Ja, interessant. Ja, immer wenn der verdeckte Krokodelf einem Spieler Kampfstein zufügt, stelle Nachforschung an, also der Hinweisspielstein. Mhm. Und er hat eine neue Fähigkeit in diesem Set, nämlich Verkleidung für 3 beliebige Mana und blau-grün-Hybrid-Mana 2-mal, sagt er, du kannst diese Karte verdeckt für 3 beliebige Mana als eine 2-2-Kreatur mit Abwehr 2 wirken. Decke sie zu einem beliebigen Zeitpunkt für ihre Verkleidungskosten auf. Ja, und Abwehr 2 heißt einfach, wenn die Karte angezielt wird vom Gegner oder von Fähigkeiten vom Gegner, muss der Gegner 2 mehr zahlen, sonst fizzelt das Ganze. Und der ist 5-5. Also ist so wie Morph, nur noch ein bisschen besser. So, das ist jetzt hier die 4. Karte gewesen. Die 5. Karte ist dann Verbrechensbekämpfung für 4 Mana Hexerei. Als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, kannst du Beweissicherung 6 durchführen. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken 2 Mana weniger, falls Beweissicherung durchgeführt wurde. Auch eine neue Fähigkeit. Richtig, ja. Um Beweissicherung 6 durchzuführen, schicke Karten mit Gesamtmana-Betrag 6 oder mehr aus deinem Friedhof ins Exil. Mhm. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Sie fügt einer Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Ne? Und dann können wir das ja theoretisch für 2 Mana spielen. Ja. Wenn wir da genug wegschicken, das ist auch nicht schlecht. Ja, aber guck mal, wenn die Karte selbst in Friedhof geht, hast du ja schon Mana-Betrag 4 direkt wieder für Beweissicherung. Ja. Und hier bräuchtest du ja jetzt nur 6 zum Beispiel, ne? So, dann haben wir Denkhut für ein Mana, eine Ausrüstung, ein Artefakt. Die ausrüstete Kreatur hat +1/+2 und Ausrüsten eines Detektivs kostet 1 und sonst Ausrüsten 3. Mhm. Ein Geständnis entlocken für 2 Mana, Hexerei. Als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, kannst du Beweissicherung 6 durchführen. Ne? Und jeder Gegner opfert eine Kreatur. Falls Beweissicherung durchgeführt wurde, opfert jeder Gegner stattdessen eine Kreatur mit der höchsten Stärke unter den Kreaturen, die er kontrolliert. Oh, das ist krass. Das ist gut. Beweissicherung ist schon stark. Ja? Ja, ja. Ein Geständnis entlocken ist stark. Das ist eine Common. Mhm. Das ist krass. Ja. Powerlevel wird immer krasser, ja. Von Set zu Set. Ja. Beweislast für 2 Mana Verzauberung aufblitzen, heißt also, kann man mit Spontanzaubergeschwindigkeit spielen, verzaubert eine Kreatur, die verzauberte Kreatur +2/+2, solange sie ein Detektiv ist, den du kontrollierst. Andernfalls hat sie Basisstärke und Widerstandskraft 1-1 und kann keine Detektive blocken. Das ist natürlich eine richtig gute Karte. Das ist auch weil sehr entweder gut. Sie pumpt unsere Kreatur, oder sie macht die Kreatur vom Gegner schwächer. Richtig, ja. Das ist sehr gut in einem Deck. Und hier haben wir dann ein Alternate Artwork. Mhm. Nämlich die vorwitzige Jugendliche. Für 3 beliebige, ein rotes, ein weißes, ist eine 4-5 Kreatur Mensch-Detektiv mit Eile. Und immer wenn du mit 3 oder mehr Kreaturen angreifst, stelle Nachforschung an. Na, also wir erzeugen einen Hinweis. Ja. Das Artwork finde ich eigentlich ganz cool. Ist halt wie so eine Fallakte, die du halt öffnest und wo dann zu jeder Kreatur dann da so der Fall aufgeführt wird. Ja, finde ich auch nice. Dann haben wir noch Kreideumriss. Ja, den Kreideumriss. Gibt's da auch. Ja, für 4 Mana Verzauberung. Immer wenn eine oder mehrere Kreaturenkarten deinen Friedhof verlassen, erzeuge einen 2-2 weißen und blauen Detektiv-Kreaturenspielstein und stelle dann Nachforschung an. Oh, das ist natürlich sehr gut mit Beweissicherung. Ja. So, Kerzenleuchter für ein blaues Mana. Artefakt, Hinweis, Ausrüstung. Die ausrüstete Kreatur erhält +1/+1 und hat immer, wenn diese Kreatur angreift, wenn du Überwachen 2 an. Heißt also, schau dir, du hast einen 2-Karten deiner Bibliothek an, lege eine
Lege dann eine beliebige Anzahl davon auf deinen Friedhof und den Rest in beliebiger Reihenfolge oben auf deine Bibliothek. Mhm. Für 2 Mana Opfer den Kerzenleuchter, ziehe eine Karte und ausrüsten, sonst normal 2. Ja, kommen wir zu Rare. Zack. Oh, das ist ein sehr, sehr cooles Artwork, muss ich sagen. Die tödliche Vertuschung. Für 5 Mana eine Hexerei. Als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, kannst du Beweissicherung 6 durchführen. Da wird das auch nicht mehr erklärt, weil es einfach vom Platz, also ja, es nicht mehr ausreichen würde ins Textfeld, ja, weil der Text einfach schon ausgereizt ist. Ja. Zerstöre alle Kreaturen. Oh. Falls Beweissicherung durchgeführt wurde, schicke eine Karte aus dem Friedhof eines Gegners ins Exil. Durchsuche dann den Friedhof, die Hand und die Bibliothek ihres Besitzers nach einer beliebigen Anzahl an Karten mit demselben Namen und schicke sie ins Exil. Der Spieler mischt und zieht dann für jede Karte, die auf diese Weise aus seiner Hand ins Exil geschickt wurde, eine Karte. Heißt also, du kannst einmal alles zerstören und dann sozusagen eine Kreatur eine noch Karte komplett rausnehmen. So. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass die Karte unten links in der Ecke so eine kleine Macke hat. Ja, hier unten, ja. Ich habe eine Brille auf, darum sehe ich es nicht so. So. Ja, manche Leute sehen durch Brillen besser. Ich bin besser. Halt stylisch. Du denn nicht. So, hier haben wir dann nochmal die Toxin-Analyse in voll. Mhm. Das Basic Land. Und eine Werbekarte. So. In dem Fall. Ich öffne mal eben schnell meinen Booster. Habe ich nämlich noch nicht. Ich wollte keine Geräusche machen im Hintergrund hier. Mhm. Das heißt, da haben wir jetzt auch nur eine Rare. Ich hatte gezogen, jetzt nur eine. Du kannst Rare, halt 4 Rares ziehen, wenn du Glück hast. Und sonst hast du halt eine. So. Als erstes haben wir den Basilika-Pirscher für 5 und ein schwarzes Kreatur-Vampir-Detektiv, 3-4 fliegend. Sagt immer, wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu und wendest Überwachen 1 an. Und er hat halt auch Verkleidung für 5. So, weiter geht's. Dann haben wir den roten Hering für ein beliebiges, ein rotes Artefakt-Kreatur-Hinweis-Fisch, 2-2 mit Eile. Er greift in jedem Kampf an, falls möglich, und für 2 können wir ihn opfern, um eine Karte zu ziehen. Weil Fisch er halt, Support. Weil er halt ein Hinweistoken ist, ja. Also nicht ein Token, sondern eine Kreatur. Dann sorgfältige Prüfung für 2 beliebige, ein weißes Verzauberung Aura. Verzauber eine Kreatur. Wenn die sorgfältige Prüfung ins Spiel kommt, erhält eine nicht von ihr verzauberte Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, +2/+2 und Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Und die verzauberte Kreatur erhält auch +2/+2 und Wachsamkeit. Aber halt solange die Verzauberung da ist. Das heißt, du hast eigentlich deine Kreatur, die du verzauberst, wird stärker und für einen Zug wird noch eine andere Kreatur von dir stärker. Das ist ziemlich gut. Mhm. Ist ziemlich stark für den Kamm. So, dann Projektor, Inspektor für 2 beliebige, ein blaues Kreatur, Mensch, Detektiv, 3-2. Immer wenn der Inspektor oder ein anderer Detektiv unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt und immer wenn ein Detektiv, den du kontrollierst, aufgedeckt wird, kannst du eine Karte ziehen. Falls du dies tust, wirf eine Karte ab. Okay. Das ist stark. Also wir sehen, man kann sich wirklich echt gute Detektiv-Decks bauen. Weil's ja, in dem Set definitiv. Ja. Ja. Wer hätte das gedacht? So, dann kommt Galvanisieren für ein beliebiges, ein rotes Spontanzauber, fügt einer Kreatur deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Falls du in diesem Zug 2 oder mehr Karten gezogen hast, fügt Galvanisieren jener Kreatur stattdessen 5 Schadenspunkte zu. Das ist natürlich auch wieder perfekt mit Hinweistoken, die wir halt opfern können, um dadurch Karten zu ziehen und dadurch können wir halt mit Galvanisieren mehr Schaden machen. Okay, das ist auch ein sehr, sehr gutes Remover, ja. Dann öffentliche Durchgangsstraße, ein Land, kommt getappt ins Spiel. Wenn es ins Spiel kommt, opfere es, es sei denn, du tappst ein ungetapptes Artefakt oder Land, das du kontrollierst. Das heißt, da können wir auch zum Beispiel wieder Hinweistoken tappen, die wir vermutlich haben. Und sagt halt, für Tappen erzeug ein Mana einer beliebigen Farbe. Dann haben wir die Hüterin der Absperrung für 3 beliebige, ein grünes, ein weißes Kreatur, Zentaure Soldat, 4-4, wenn sie ins Spiel kommt oder aufgedeckt wird, lege x +1/+1 Marken auf sie, wobei x gleich der Anzahl an anderen Kreaturen ist, die du kontrollierst. Oh, das ist mega stark. Und sie hat halt Verkleidung für 5, also für 3 beliebige und 2-mal Weiß-Grün-Hybrid. Jo. So, dann haben wir die in die Ecke getriebenen Gauner für 4 und ein rotes Kreatur, 5-4. Wenn sie ins Spiel kommt, kannst du ein Artefakt opfern. Wenn du dies tust, fügen sie einem Ziel deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. So starke Kreatur, die auch noch Schaden schießt, nehme ich. Das finde ich ist wieder ein sehr, sehr cooles Artwork, wo man fancy, hier wirklich so die Ravnica-Stadt
so umgedreht sehen kann. Und zwar heimtückische Wurzeln ist das Ganze. Für ein schwarzes, ein grünes, Verzauberung. Kreaturen, Spielsteine, die du kontrollierst, haben für Tappen, erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe. Das ist natürlich auch sehr, sehr stark in einem Token-Deck. Immer wenn ein oder mehrere Kreaturenkarten deinen Friedhof verlassen, erzeuge einen 0-1 grünen Pflanze-Kreaturspielstein und lege dann auf jede Pflanze, die du kontrollierst, eine +1/+1-Marke. Oh, und das für zwei Mana. Für zwei Mana. Puh. Das ist ja mega stark. Sehr stark für Kreaturenspielsteine. Das ist mega stark. Das ist ein guter Ankunft. Wenn man sich darum ein Deck baut, ist das mega krass. Was haben wir hier noch? Ah, die Glitzerweberin. Wow. So süß. Ah, für 5 und 2 grüne. Kreatur Spinne 3-3 Reichweite. Wenn sie ins Spiel kommt, verteile 3 +1/+1 Marken auf eine, zwei oder drei Kreaturen deiner Wahl. Dann erhältst du so viele Lebenspunkte dazu, wie die höchste Widerstandskraft unter den Kreaturen, die du kontrollierst, beträgt. Jetzt können wir uns auch schön hier Leben geben damit. Dann Dolch darf natürlich nicht fehlen in einem Murder-Mystery-Set. Für ein rotes Hinweis Ausrüstung. Solange es dein Zug ist, erhält die ausgerüstete Kreatur +1/+0 und hat Erstschlag. Und halt für 2 und Opfern ziehe eine Karte, weil es halt wie gesagt wieder ein Hinweis ist. Und Ausrüsten kostet sonst 2. Dann haben wir hier die Rare. Versammlung der Akteure. Für ein beliebiges, ein weißes Verzauberung. Du kannst dir zum jeden Zeitpunkt die oberste Karte deiner Bibliothek anschauen. Einmal pro Zug kannst du einen Kreaturenzauber mit Stärke 2 oder weniger oben von deiner Bibliothek aus wirken. Die ist richtig gut. Die ist richtig gut und die ist auch, das ist wirklich eine der stärksten Rares aus dem Set Ja, die ist mega krass. Also sich die oberste Karte angucken ist immer gut. Und wenn man dann schön halt günstige Kreaturen die ganze Zeit spielt, kann man halt immer eine Karte mehr spielen. Das ist schon ein richtig guter Pull für dein erstes Booster. Danke, danke. Ja. So, dann haben wir hier noch Fenstersturz-Phantom im Foil-Slot. Für 4 beliebige 2 weiße Kreatur. Geist fliegend 4-3 mit Verkleidung für 5 Mana. Dann haben wir hier einen Wald und ein Hinweistoken, der so einfach nur so Glibber. Ach, mir fällt gerade leider nur das englische Wort ein. Acid. Weißt du, so, wenn sich das so reinfrisst in den Boden. You know? Ja. Person von Interesse für 4 Mana 2-2. Wenn die Person von Interesse ins Spiel kommt, verdächtigt sie. Erzeuge einen 2-2 weißen und blauen Detektivkreaturenspielstein. Eine verdächtigte Kreatur hat Bedrohlichkeit und kann nicht blocken. Mensch, Räuber, also auch bringt direkt für nur ein 2-2. Man kann außerdem, seine eigenen Kreaturen verdächtigen, man kann aber auch Kreaturen vom Gegner verdächtigen. Kann man sich aussuchen. Ach, was? Ja, aber was halt besser ist, willst du selbst, dass deine Kreatur Bedrohlichkeit hat oder willst du nur, dass die Kreatur vom Gegner nicht blocken kann? Ja, ist beides sehr stark. Ja. Zerebrale Beschlagnahmung für 3 Mana eine Hexerei. Bestimme 1. Ein Gegner deiner Wahl wirft 2 Karten ab. Ein Gegner deiner Wahl zeigt seine Hand offen vor. Du bestimmst davon eine Nicht-Land-Karte. Der Spieler wirft die bestimmte Karte ab. Mhm. Kaltstellen für 4 Mana, ein Spontanzauber. Dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Auch nicht durch die Abwehrfähigkeit. Oh. Tappe bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl und lege auf jede davon eine Betäubungsmarke statt Nachforschung an. Hier steht es auch nochmal, falls ein Permanent mit Betäubungsmarke tappen würde, entferne stattdessen eine davon. Ja. Also eine Betäubungsmarke. Ja. Auch cool. Interne Gewährtsfrau, für 3 Mana 1-1. Mensch Bürger, wenn sie ins Spiel kommt, erzeuge einen 2-2 weißen und blauen Detektivkreaturenspielstein. Viele Karten, die Detektive machen, ne? Mhm. Und für 3 Mana und Tappen, ein Detektiv deiner Wahl, den du kontrollierst, erhält +2/+0 Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges, aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Ich war nie hier. Ja. Also die Flavortexte sind auch halt alle so richtig toll da angepasst. Ja. Rissbrecher Teufelsbraten. Den Teufelsbraten kennen wir ja noch aus anderen Ravnica-Sets hier. Für 5 oder für 7 Mana insgesamt, 5 beliebige, ein rotes, ein grünes, 6-7 mit Reichweite und Verkleidung für 6 Mana. Also man kann ihn ja erst schön als 2-2er verdeckt spielen, ne? Ja. Und dann oh. Hinter der Maske für ein blaues Mana, Spontanzauber. Als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, kannst du Beweissicherung 6 durchführen. Zu Beginn,
Bis zum Ende des Zuges wird ein Artefakt oder eine Kreatur deiner Wahl zu einer Artefaktkreatur mit Basisstärkung Widerstandskraft 4-3. Falls Beweissicherung durchgeführt wurde, hat sie stattdessen Basisstärkung Widerstandskraft 1-1 bis zum Ende des Zuges. Ja, kannst du also entweder irgendwie eine Kreatur von dir pumpen oder du machst halt eine Kreatur vom Gegner kleiner. Ja, und das für ein Blaues. Und wie hier haben die wir... Die Karte, die nicht Das habe ich Jenna noch vorm Video gesagt. Eine Karte, die in diesem Set nicht fehlen darf, ist Mord. Und da haben wir sie auch schon für 3 Mana spontan. Aber zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. So. Ja. Und das auch mit diesem Lupen-Artwork. Genau. Weil es ein Story-Schlüssel-Moment ist. Auch, genau, ne? Es gibt diese Lupen-Artworks wirklich nur von Story-Schlüssel-Momenten. Und ich glaube auch nur von Nicht-Kreaturen. Weil von Kreaturen gibt es dann halt diesen Eintrag, den wir vorhin schon hatten. Mhm. Ja. Sehr cool. Langer Abschied für 2 Mana Spontanzauber. Dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Auch nicht durch die Abwehrfähigkeit. Zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl mit Mana-Betrag 3 oder weniger. Ist auch stark. Ein Spontanzauber auch, ja. Auch vor allem, weil es halt auch durch Abwehr nicht neutralisiert werden kann. Ist auch natürlich richtig gut. Überzeugende Vernehmerinnen für 6 Mana, 5-6. Wenn die überzeugenden Vernehmerinnen ins Spiel kommen, stellen Nachforschung an. Mhm. Immer wenn du einen Hinweis opferst, erhält ein Gegner deiner Wahl 2 Giftmarken. Okay, ein Spieler mit 10 oder mehr Giftmarken verliert die Partie. Oh, ja. Das ist krass. Ja, das ist schon stark. Direkt, vor allem, der Gegner kriegt direkt 2. Das heißt, du musst das 5-mal machen und der Gegner ist weg. Stell dir mal vor, du hast jetzt noch irgendwie Karten, die sagen, verdoppelt die Marken. Ja. Ja, das ist krass, ja. Stell dir vor, du machst irgendwie was, ja. Ja. Schluss mit den Lügen für, die Azorius-Farben. Weiß-Blau. Ja. Spontan. Jetzt guckst du mich dabei an. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, es sei denn, sein Beherrscher bezahlt 3. Falls der Zauberspruch auf diese Weise neutralisiert wird, schicke ihn ins Exil, anstatt ihn auf den Friedhof seines Besitzers zu legen. Oh, die Karte wird sowas schon gespielt. Oh, ja, ich sehe schon, dagegen zu laufen. Tosende Wasserfälle. In diesem Set gibt es auch 10 Doppelländer. Ja. Ne? Also alle sind alle drin. Alle Gilden, ja. Und da haben wir jetzt hier die Inselgebirge, das ist das Schöne. Ne? Das Land zählt auch als Inselgebirge. Heißt also, wenn du eine Karte hast, die sagt, hier suche eine Insel raus, kannst du auch hier die Wasserfälle raussuchen, weil sie diesen Landtypen haben. Ja. Erzeugt natürlich dann auch ein blaues und ein rotes Mana und kommt getappt ins Spiel und sagt, wenn die Wasserfälle ins Spiel kommen, wende Überwachen 1 an. Heißt also, ne, schau dir die Karte deiner Bibliothek an, du kannst sie auf deinen Friedhof legen. Ja, wenn wir sie auf den Friedhof legen, ist natürlich auch wieder das Gute, dass wir halt... Für Beweissicherung. Genau, ja. Da haben wir eine zweite Rare und das ist dieses Mal eine Verzögerung, nämlich ein Fall, das ist auch neu, nämlich Fall des roten Signals für 3 Mana. Wenn dieser Fall ins Spiel kommt, wirf eine Karte ab und ziehe dann 2 Karten. Dann kommt die Lösenfähigkeit, du hast keine Karten auf deiner Hand. Falls das müssen wir halt machen, damit wir haben, Ganze als gelöst markieren können. Ja. Falls ungelöst, löse den Fall zu Beginn deines Endsegments. Und wenn er dann halt gelöst ist, auf Schritt 3, sagt er dann, zu Beginn deines Versorgungssegments wirfst du deine Hand ab und ziehst dann 2 Karten. Ja, ist halt auch eine Verzauberung, die halt anstatt wie eine Sage halt im Spiel bleibt. Genau, richtig. Ja. Die dritte Fähigkeit liegt dann da einfach, oder die erste auch natürlich noch, aber die passiert ja nur beim ins Spiel kommen. Ja. So, wasserdichtes Alibi für 3 Mana in voll hier. Verzauberung Aura, aufblitzen, verzaubert eine Kreatur. Wenn das wasserdichte Alibi ins Spiel kommt, enttappe die verzauberte Kreatur. Sie erhält Fluchsicherheit bis Ende des Zuges. Falls sie verdächtig ist, ist sie nicht mehr verdächtigt. Ja. Und die verzauberte Kreatur hat +2/+2 und kann nicht verdächtigt werden. Weil sie ein wasserdichtes Alibi hat, ja. Damn. Dann haben wir noch ein Land. In Foil. Und noch ein Hinweistoken, der auch schön aussieht. Auf der Rückseite haben wir dann Artwork-Karte, denke ich mal. Oh ne? Ja, habe ich auch bei mir hinten drauf. Fällt mir aber bei dir ist es was anderes, ne? Vielleicht, ja, das wird hier... Es gibt ja auch in dem Set, gibt es ja... Das wird hier so ein Magic selbst Bildern, gibt es 12 oder generell insgesamt 13 Rätsel, die man sogar noch lösen kann. 12, die für sich allein stehen und das 13., was dann alle 12
kombiniert, um da an die Lösung zu kommen. Was eigentlich natürlich mega cool ist, dass Magic ja wirklich gesagt hat, okay, wir haben hier das Murder Mystery Set, also bauen wir da auch nochmal Rätsel für die Spieler ein. Ja. Also mega cool. Aber ich mache jetzt erstmal weiter mit dem Tupiari Panther für 4 und 2 in Grüne. 6-5 Kreatur mit Trampelstarten und Standardumwandlung für 2. Das heißt, mit einem beliebiges, ein grünes, wirf diese Karte ab, durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardkarte, zeige sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und mische danach. Das Tolle bei dem natürlich ist, der kostet selbst 6 Mana und wir können ihn natürlich abwerfen. Das heißt, er ist in unserem Friedhof. Das heißt, wenn er in unserem Friedhof ist, können wir ihn wieder für Beweislage wegschicken. Beweissicherung. Beweissicherung. Ja. Und das ist ja auch direkt 6 und die meisten haben ja hier auch 6. Ja, ist immer so 6, ab 6 hoch. So, dann Wiederholungstäterin für ein beliebiges, ein schwarzes. Kreatur 2-1 und sagt für 2 beliebige ein schwarzes. Falls die Wiederholungstäterin verdächtig ist, lege eine +1/+1 Marke auf sie, andernfalls verdächtige sie. Das können wir für 3 Mana dann sie einmal verdächtigen und dann immer Marken drauflegen. Mhm. Dann Inspektor Neuling für ein weißes. Kreatur, Mensch, Detektiv 1-2. Wenn er ins Spiel kommt, stelle Nachforschung an. Auch schön. Auch stark für ein Mana, direkt nicht 1-1, sondern direkt 1-2 und bringt noch einen Token mit. Ja, der Maskenmacher ja auch. Oh ja. Goblin Maskenmacher für ein rotes, Kreatur Goblin Bürger 1-2, wenn er angreift, kosten verdeckte Zaubersprüche, die du in diesem Zug wirkst, beim Wirken 1 weniger. Oh. Auch stark. Sehr gut. Das ist echt ein starkes Set bis jetzt. Fanatische Stärke für ein beliebiges, ein grünes Spontanzauber. Eine Kreatur deiner Wahl erhält +3/+3 und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Auch wieder hier ein Story-Highlight. Also, ne? Ich finde dieses Stufendesign auch sehr cool. Ja, das sieht, wirklich, das sieht sehr, sehr fancy aus, muss ich sagen. So, dann Grabsteinschreiter für 2, Artefaktkreatur Golem 1-3. Sagt für 1, erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe, aktiviere diese Fähigkeit nur einmal pro Zug. Und für 2 und schicke ihn aus deinem Friedhof ins Exil, schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Dann Steinerner Zeuge für 2 beliebige, ein weißes, ein blaues Artefaktkreatur Gargoyle Detektiv 3-2 mit Fliegend und Wachsamkeit und Verkleidung für 2x weiß-blau Hybrid. Und wenn er aufgedeckt wird, kannst du eine Kreatur deiner Wahl tappen oder enttappen. Also wir können was vom Gegner tappen, wenn wir zum Beispiel gerade angreifen und bevor der seine Blocker deklariert. Oder wir enttappen zum Beispiel ihn selbst oder halt irgendeine andere Kreatur. Ja. Dann Beweisprüferin für ein blaues, ein grünes Kreatur, Mehrfolg Detektiv 2-2. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug kannst du Beweissicherung 4 durchführen. Immer wenn du Beweissicherung durchführst, stelle Nachforschung an. Okay. Auch gut, auch gut. Seil für ein grünes, wieder ein Hinweis, Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur erhält +1/+2 und Reichweite und kann von mehr als einer Kreatur nicht geblockt werden. Und können wir halt wieder für 2 opfern, um eine Karte zu ziehen. Ausrüstung kostet 3. Dann Fall des zertrampelnden Gartens. Nein, mit einem nicht mehr lebendigen. Ach nee, das ist nur eine Statue, ich dachte. Da ist ein toter Hirsch drauf. Nee. Oh, Gott sei Dank. Alles gut. Für 2 beliebige ein grünes. Wenn dieser Fall ins Spiel kommt, verteile 2+1/+1 Marken auf eine oder 2 Kreaturen deiner Wahl, die du kontrollierst. Okay. Zum Lösen sagt es, Kreaturen, die du kontrollierst, haben Gesamtstärke 8 oder mehr. Und gelöst ist dann die Fähigkeit, immer wenn du angreifst, lege eine +1/+1 Marke auf eine angreifende Kreatur deiner Wahl. Sie verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Oh. Das finde ich auch sehr stark. Vor allem, weil wir im letzten Set halt Dinos hatten. Das heißt, du hast so schnell Gesamtstärke 8 oder mehr. Die erste Fähigkeit hilft natürlich auch dabei mit 2 Marken. Ja, auf jeden Fall. Gibt ja dann schon eine Gesamtstärke von mindestens 2 mehr. Das heißt, du baust dich da richtig schnell auf und dann ist halt dieses, deine Kreatur kriegt halt Trampelschaden bis zum Ende des Zuges noch. Ne? Das heißt, die trampelt einfach noch rüber. Mega krass. Und das ist eine Ankampf, Leute. Das ist eine Ankampf. Finde ich sogar besser als den Rare-Fall, den wir gerade hatten. Nachhall Analytiker. Ja, ich spiele halt gerne Aggro. Ja, genau deswegen. Für ein beliebiges, ein grünes. Kreatur 11, Detektiv 1-3. Wenn sie ins Spiel kommt, milst du 3 Karten. Und für 4 und opfere sie, bringe alle Länderkarten aus deinem Friedhof getappt ins Spiel zurück. Dann gejagter Knochenrohling für 2 beliebige, ein schwarzes Kreaturskelett, Bestie 6-2. Wenn er ins Spiel kommt, erzeugt ein Gegner deiner Wahl 2-1-1 weiße Hunde-Kreaturspielsteine, weil die Hunde dann die Knochen jagen, ne? Wenn der Rohling stirbt, verliert jeder Gegner 3 Leben und er hat Verkleidung für 2.
Ja, und der ist 6'2, ne? Also ja, auch ein interessanter Body. Ja, kann halt direkt von den Hunden getötet werden. Ja. Dann Spitzenermittler für 5 und ein blaues. Kreatur 4-4. Wenn sie ins Spiel kommen, bringe bis zu einer anderen Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Falls du sie kontrollierst hast, stelle Nachforschung an. Dann hier noch ein Wald. Und hier haben wir dann nochmal so. Ja, genau, die Ausstaffierkarte mit halt der Verdächtigmarke, mit der Fall gelöst Marke, mit der Betäubungsmarke, eine +1/+1 Marke und Entriegelung. Da müsste ich nochmal gucken, wofür Entriegelung drauf ist. Und auf der Rückseite halt fliegend -1/-1 und Gift. Oh, einiges drauf, ne? Ja. Finde ich gut. Sehr, sehr viele verschiedene Marken. Ja, ist halt alles, was du brauchst, ne? Ist halt die Qual der Wahl. Für ein grünes Mana-Hexerei. Bestimme eines. Jeder Gegner opfert ein Artefakt. Jeder Gegner opfert eine Verzauberung. Jeder Gegner opfert eine fliegende Kreatur. Mhm. Leichenbeschauer der Agentur. Mhm. Für 5 Mana. 3/6 Ogre-Kleriker. Für 3 Mana opfer eine andere Kreatur. Ziehe eine Karte, falls die geopferte Kreatur verdächtigt war. Ziehe stattdessen 2 Karten. Mhm. Verdächtige Explosion für 5 Mana Hexerei. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken 3 Mana weniger, falls du in diesem Zug ein Artefakt geopfert hast. Dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Und die verdächtige Explosion fügt einer Kreatur deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Das ist natürlich auch krass, du kannst einfach einen Hinweis opfern. Oder du musst ja nicht mal, du kannst auch einfach einen Schatz opfern, um dir einen Mana in den Pool zu ziehen. Dann kostet die Explosion nur noch 2 Mana und kannst du eins davon direkt benutzen und dann spielst du die Explosion für 1. Knackerin ungelöster Fälle für 4 Mana 3/3 fliegend und wenn die Knackerin ungelöster Fälle stirbt, stelle Nachforschung an. Mhm. Ein Geistdetektiv. Interessant. Greifonauten Spurensucherin für 4 Mana 3/2 Menschdetektiv fliegend und wenn die Spurensucherin ins Spiel kommt, schicke bis zu 2 Karten deiner Wahl aus genau einem Friedhof ins Exil. Mhm. Die Jagd beginnt. Für 3 Mana spontan zu war eine Kreatur deiner Wahl erhält +3/+0 und Erschlag bis zum Ende des Zuges. Stelle Nachforschung an. Ja. Blutdürstiger Retter in Ortsauffarben, ein beliebiges Weiß-Schwarz. 2/1 mit Fliehend und Lebensverknüpfung, ein Vampir-Kleriker mit Verkleidung für, ja, 2x Weiß-Schwarz-Hybrid. Mhm. Und wenn die blutdüssige Retterin aufgedeckt wird, erhält eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Ja. Ja, auch stark. Ja, vor allem, weil er selbst halt auch fliegt und Lebensverknüpfung hat und das auch noch geben kann, ja. Schlussfolgernd, für 2x spontan Zauber, ziehe eine Karte, stelle Nachforschung an. Mhm. Abstoßende Mutation für X und ein grünes und ein blaues Mana. Spontan Zauber. Lege X +1/+1 Marken auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Neutralisiere dann bis zu einem Zauberspruch deiner Wahl. Es sei denn, sein Beherrscher bezahlt Mana in Höhe der höchsten Stärke unter den Kreaturen, die du kontrollierst. Okay, krass. Komm, du legst ja erst X Marken drauf, ne? Ja, also ein Counter-Spell und Marken legen. Ja. Blau und Grün halt, ne? Ja. Auch sehr stark. Ausschließen des Unmöglichen für 2 Mana spontan zu stelle Nachforschung an Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, erhalten -2/-0 bis zum Ende des Zuges. Falls irgendwelche davon verdächtigt sind, sind sie nicht mehr verdächtigt. Ja. Dann haben wir hier die die Keule für ein weißes Mana, eine Speiseausrüstung. Oh Gott. Die ausrüstete Kreatur L +2/+0. Für 2 Mana und Tappen opfere die Keule. Du erhältst 3 Lebenspunkte dazu. Mhm. Wenn die Keule aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, kannst du 2 Mana bezahlen. Falls du dies tust, erzeuge 2/1/1 weiße Hundkreaturenspielsteine und ausrüsten 2. Ja, und die Keule dann essen. Ja, die Krovot-Keule. Ja. Blutspurenanalyse für ein rotes und ein schwarzes Mana. Eine Verzauberung mit sehr viel Text für 2 Mana. Mal gucken. Wenn die Blutspurenanalyse ins Spiel kommt, fügt sie einer Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, 3 Schadenspunkte zu. Das ist schon mal für 2 Mana halt ein
drei Schaden schießen, ja, ist schon gut. Ja. Immer wenn ein oder mehrere Kreaturen sterben, millst du eine Karte und legst eine Blutfleckmarke auf die Blutspurenanalyse. Opfere sie dann, falls 5 oder mehr Blutfleckmarken auf ihr liegen. Wenn du dies tust, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Oh, die ist natürlich auch sehr stark. Ja, ist halt eigentlich erst ein Removal sozusagen, ja, ne? Also so als so hexereimäßig. Und dann können wir uns halt noch was zurückholen, ja. Irgendwann im Laufe des Spiels kannst du dann noch was aus dem Friedhof auf deine Hand zurückholen. Dann haben wir noch den Knochenrohling hier in Foil dieses Mal. Den hattest du ja gerade schon. Ja. Gebirge. Und eine Artwork-Karte von... die Karte hattest du auch vorhin schon. Mhm. Weiß gar nicht, wie sie heißt, aber ne, auch cool. So, okay. Fanatische Stärke. Ach, steht hinten drauf. Ja. So, es waren auch 2 Rares jetzt hier. Mal gucken, ob wir nochmal in einem Booster. Ich bin ja jetzt 4 nicht Rares so. Ziehen? Ja, richtig, so, genau. Begründeter Zweifel. Für ein beliebiges ein blaues Spontanzauber. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, es sei denn, sein Beherrscher zahlt 2. Verdächtige bis zu eine Kreatur deiner Wahl. Dann Geröllstreifen Einzelgänger für ein grünes Mensch-Detektiv 1-1. Wenn er ins Spiel kommt, wende Überwachen 2 an, heißt, schau dir die obersten 2 Karten deiner Bibliothek an, lege dann eine beliebige Anzahl davon auf deinen Friedhof und den Rest in beliebiger Reihenfolge auf deine Bibliothek oben wieder drauf. Und für ein grünes und schicke ihn aus deinem Friedhof ins Exil, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, aktiviere diese Fähigkeit wie ein Hexerei. Also ich finde schon echt krass, was hier Kams im Ein-Mana-Bereich machen, ne? Ja. Also die macht so viel und ist auch wirklich echt gut. Ja. Krass. Krass. Vor, keine Ahnung, 5-6 Jahren wäre das vielleicht sogar, eine Ankam gewesen. Ja, sie hätte mehr gekostet auf jeden Fall von Mana-Kosten. Also, das ist so, krass, was alles Kams sind, ne? Makabre Fallrekonstruktion für 3 beliebige ein schwarzes Hexerei. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken 2 weniger, falls in diesem Zug eine Kreaturenkarte von irgendwoher auf deinen Friedhof gelegt wurde, bringe bis zu 2 Kreaturenkarten deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Dann die Museumsnachtwache für 3 beliebige ein weißes Kreatur Zentaurosoldat 3-2. Wenn sie stirbt, erzeuge einen 2-2 weißen und blauen Detektiv-Kreaturspielstein und Verkleidung für 2. Dann haben wir hier den Sanitärautomat für 2 Artefaktkreatur Konstrukt 2-1. Wenn es ins Spiel kommt, wende Überwachen 1 an. Ja. Dann Zwielichtiger Informant. Das Artwork finde ich sehr cool, ja. Ja. Für 3 beliebige ein schwarzes, ein rotes 4-2 Kreatur. Wenn er stirbt, fügt er einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu und hat Verkleidung für 2 beliebige und 2-mal Schwarz-Rot-Hybrid. Dann haben wir Hundeführerin. Ich glaube, du kannst auch einfach Hunde spielen in diesem Set. Ja, ja, klar. Für ein rotes, ein weißes Mensch-Kreatur Bürger 3-1 mit Wachsamkeit und Verkleidung für 2-mal Rot-Weiß-Hybrid. Und wenn sie aufgedeckt wird, erzeuge 2 getappte 1-1 weiße Hunde-Kreaturspielsteine. Dann Mörder in unserer Mitte für 4 beliebige und ein grünes Verzauberung. Wenn Mörder in unserer Mitte ins Spiel kommt, erzeuge einen 1-1 weißen Mensch-Kreaturspielstein, einen 1-1 blauen Mehrfach-Kreaturspielstein und einen 1-1 roten Goblin-Kreaturspielstein. Bestimme dann geheim Mensch, Mehrvolk oder Goblin. Opfere Mörder in unserer Mitte. Offenbare den bestimmten Kreaturentyp. Falls ein angreifender Spielstein deiner Wahl den bestimmten Typ hat, lege 3+1/+1 Marken auf ihn und erhält Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Das können wir erstmal viel Token Text machen. Und das Artwork erinnert mich irgendwie ein bisschen an diesen Spider-Man-Meme, wo alle gegenseitig aufeinander zeigen. So. Ja, nur auch, dass auch wenn in diesem Fall jemand gestorben ist. Ja, aber ja. Egal. Und sie nicht alle aussehen wie Spider-Man. Ja. Aber nee, tun sie nicht. Nee, nicht ganz. So, Fall des zerschlagenen Pakts für 2. Wenn er ins Spiel kommt, durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, zeige sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und mische danach. Zum Lösen sagt es Permanents, die du kontrollierst, haben insgesamt 5 Farben. Okay. Okay. Und gelöst zu Beginn des Kampfes in deinem Zug erhält eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, Flugfähigkeit, Doppelschlag und Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Jo, okay. Das ist natürlich schon mega krass. Oh,
Also wenn du für 2 Mana einer Kreatur immer zu Beginn des Kampfes einer Kreatur 5 Fähigkeit Doppelschlag und Wachsamkeit geben kannst, ist das schon brutal. Aber du brauchst natürlich auch alle 5 Farben. Ja, aber natürlich kannst du da halt auch irgendwie mit Doppelländern spielen, die halt mehrere Farben machen, ne? Ja. Einfach nur so, ohne dass du 5-farbig spielst. So, plötzlicher Rückschlag. Für 2 beliebige 2 blaue Spontanzauber, der Besitzer eines Zauberspruchs oder Nichtland-Permanence deiner Wahl legt ihm bzw. es auf oder unter seine Bibliothek. Dann, noch ein Doppelland, ein neues. Der elegante Salon. Da wurde jemand ermordet. Ist halt ein Land, macht selbst weiß oder rot, ist halt also ein Gebirge oder eine Ebene, kommt getappt ins Spiel und wenn es ins Spiel kommt, wenden wir wieder Überwachung 1 an. So, dann haben wir noch die zweite Rare. Ja. Heldin des 10. Distrikts. Für ein beliebiges ein weißes Kreatur. Mensch 2-3 sagt für ein beliebiges ein weißes Beweissicherung 2. Die Heldin des 10. Distrikts wird zu einer Mensch-Detektiv mit Basisstärke und Widerstandskraft 4-4 und erhält Wachsamkeit. Und für 3 Mana und Beweissicherung 4, falls die Heldin ein Detektiv ist, wird sie zu einer legendären Kreatur namens Mileva, die Unversagte mit Basisstärke und Widerstandskraft 5-5 und sie hält andere Kreaturen, die du kontrollierst, haben Unzerstörbarkeit. Die ist verdammt cool. Das ist krass. Also ich bin sowieso ein Fan von so Kreaturen, die sich so aufleveln sozusagen. Ja, ja. Und das macht die ja dann auch. Ja, auf jeden Fall. Sie startet schon für 2 Mana mit 2-3. Sie startet schon sehr gut. Und wahrscheinlich kannst du dann auch einfach schon im nächsten, nicht unbedingt im nächsten Zug, aber Beweissicherung 2. Du kannst sie auf jeden Fall direkt zu einem 4-4er machen im nächsten Zug eigentlich. Und dann. Naja, du brauchst irgendwas mit Beweissicherung 2. Ja, aber ist ja trotzdem im zweiten Zug. Ja. Ne? Da hast du vielleicht noch nichts im Friedhof. Aber ist auf jeden Fall eine niedrige Zahl, deswegen kommt das auch ziemlich schnell. Ja. Ne? Ja. Sehr, sehr krasse Karte. Und die kannst du einfach immer so ein bisschen mit hochleveln und dann wird sie auch echt sehr gut. Also wow, gefällt mir. Die ist sehr, sehr gut. Ja. Als nächstes, als Vollkarte, haben wir den frenetischen Sündenbock für ein rotes Kreatur Ziege 1-1. Eile, wenn er ins Spiel kommt, verdächtige ihn. Immer wenn ein oder mehrere andere Kreaturen unter deiner Kontrolle ins Spiel kommen und falls der Sündenbock verdächtigt ist, kannst du eine der anderen Kreaturen verdächtigen. Falls du dies tust, ist der Sündenbock nicht mehr verdächtigt. So renne ich auch immer durch die Wohnung. Ja, du wirst auch immer verdächtigt. Ja. Dann haben wir hier ein neues der Länder. Das sieht schon sehr sick aus. Was halt selbst so ein Rätsel an sich ist, weil da ist so viel auf diesem Bild abgebildet. Ne? Also sieht sehr, sehr cool aus. Ja. Und dann haben wir hier noch ein Mensch-Token. Der auch sehr gut aussieht. Da ist hinten nichts drauf. Oh Mann, ich glaube nur auf den Hinweisen ist hinten was drauf, ne? Waren das Hinweise, die ich hier hatte? Ja. Oh ja. Aber ich muss sagen, das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen schade finde, ist, dass bis jetzt alle Rares, der Rare-Slot hat, ist unten links immer so ein ganz bisschen angedutscht. Vielleicht liegt das jetzt nur an unserem Display. Werden wir sehen. Ja, ich sehe das nicht mit der Brille, deswegen, so. Dass du es siehst. Tunnel der Tippgeber. Das ist ein Maulwurf tatsächlich und der sieht echt süß aus. Das für ist Jennas neue Lieblingskarte in diesem Set. Für 2 Mana 1-1 und zu Beginn deines Endsegments und falls in diesem Zug eine verdeckte Karte unter deiner Kontrolle ins Spiel gekommen Kreatur, ist. Ja. Achso, meine ich ja. Lege eine +1/+1 Marke auf den Tippgeber und tappen macht ein grünes Mana. Ach, ist also ist auch gut. Süß. Ja. Oh mein Gott, ich will auch so einen haben. Aber schon. Flüchtige Riesentäterin für 5 Mana, 5-4 mit Verkleidung für 5 Mana. Und wenn die flüchtige Riesentäterin ins Spiel kommt oder aufgedeckt wird, erhält bis zu einer Kreatur deiner Wahl +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Mhm. Verbrechensbekämpfende Sulfide für 3 Mana. Mhm. Kreatur Feenwesen-Detektiv 2-2. Als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, kannst du Beweissicherung 6 durchführen. Fliegend. Und wenn die Sulfide ins Spiel kommt, tappe eine Kreatur deiner Wahl. Falls Beweissicherung durchgeführt wurde, lege eine Betäubungsmarke auf sie. Ja. Auch wieder echt gut. Dann Sanitärautomat nochmal. Mhm. Gerätetechniker für 4 Mana 3-2 Goblin Handwerker. Wenn der Gerätetechniker ins Spiel kommt oder aufgedeckt wird, erzeuge einen 1-1 farblosen Top-Artefakt-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit und Verkleidung für 2 Mana.
Mhm. Also für Blau-Rot Hybrid zweimal. Ja. Ja. Menschenrechtsverschleimung für drei Mana. Ja, eine Hexerei. Also die Karten in diesem Set wollen aber auch wieder richtig viel Text haben, ne? Ja. Ja. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Erzeuge einen 0-0 grünen Schlammwesen Kreaturenspielstein, der Trampelschaden verursacht. Lege X plus 1 plus 1 Marken auf ihn, wobei X gleich 2 plus der Gesamtanzahl an Karten ist, die du besitzt, die sich im Exil oder in deinem Friedhof befinden und die Schlammwesen oder Karten namens Menschenrechtsverschleimung sind. Ein Deck kann eine beliebige Anzahl an Karten namens Menschenrechtsverschleimung enthalten. Heißt also, du kannst wieder so richtig oft wieder reinpacken. Das ist halt jetzt die nächste Ratte. Ja. Und dann werden die halt einfach immer stärker. Schleimwesen ist auch ein cooler Tribe. Ja. Und das ist auch eine coole Schleimwesen-Karte dann. Wenn du natürlich nur Schleimwesen spielst, dann ist die natürlich auch dementsprechend stark. Reicht halt, wenn du nur diese Karte spielst. Theoretisch schon, ja. Ja. Seelenschwächung für 4 Mana, Verzauberung aufblitzen. Wenn die Seelenschwächung ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl -4/-4 bis zum Ende des Zuges. Okay, das ist ja schon ein gutes Removal. Spielt ja auch um Unzerstörbarkeit rum, -4, also --, ne? Ja. Und immer wenn eine oder mehrere Kreaturenkarten deinen Friedhof verlassen, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du hältst einen Lebenspunkt dazu. Und das ist natürlich mit Beweissicherung einiges, ja. Sehr schön. Essenz der Antike. Haben wir den schon? Okay, für 5 Mana 1/10. Oh nee, dann definitiv noch nicht. Golem, Verkleidung. Den packst du definitiv in dein Deck rein, wo du sagst, Kreaturen fügen Schadenspunkte in Höhe der Widerstandskraft zu. Ja, wieso? Weiß ich nicht. Wenn die Essenz der Antike aufgedeckt wird, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, Fluchsicherheit bis zum Ende des Zuges. Enttappe sie. Der ist auf jeden Fall, der blockt. Ja. Der blockt definitiv. Auf die Sprünge helfen. Das ist ein sehr, sehr hübsches Artwork, finde ich. Ja. Für ein grünes Mana. Spontanzauber bis zum Ende des Zuges erhält eine Kreatur deiner Wahl +1/+1 für jede Kreatur, die du kontrollierst und Reichweite hat. Und Reichweite, sorry. Für jede Kreatur, die du kontrollierst und Reichweite. Das kostet ein Mana, Leute. Ja, wenn du dann natürlich Mana. 3 Kreaturen hast, dann kriegt die +3/+3 und Reichweite. Ja, aber stell dir mal vor, du spielst Token-Deck. Ja, die Karte ist super, ja. 10/+10 und Reichweite. Also super, dass sie Reichweite bekommt. Mana. Und dass sie dann natürlich auch das +1/+1 hätte schon gereicht. Grün ist so stark. Ne? Grün ist so stark in diesem Set. Alles ist stark in diesem Set. Mhm. 2024 legt nochmal richtig los hier. Ja. Verstohlener Mitmischer für 3 Mana, 3/2. Wenn er ins Spiel kommt, verdächtige bis zu einer anderen Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Na, ist so, hat bedrohlich. Und er kommt also erstmal ins Spiel und ist so. Der ist der Mörder, ich sag's dir. Immer wenn ein oder mehrere verdächtigte Kreaturen, die du kontrollierst, angreifen, werden überwachen eins an. Ja. Oh, der unnachgiebiger Torwächter. Meine Güte, für 2 Mana, 3/2, auch eine sehr gute Karte. Elefant, Kleriker, Verkleidung für 2 Mana. Und wenn der unnachgiebige Torwächter aufgedeckt wird, schicke ein anderes Nichtland permanent deiner Wahl ins Exil. Falls du es kontrolliert hast, bringe es getappt ins Spiel zurück. Andernfalls erzeugt sein Beherrscher einen 2/2 weißen und blauen Detektiv-Kreaturenspielstand. Ja. Ist natürlich schön, kannst du deine Kreaturen sozusagen vor einem Removal beschützen, indem du ihr dann halt sagst, oh, ich decke die Verkleidung auf und dann gebe ich, ja, oder du nimmst schütze ich meine Kreaturen. Aber hier kann man sich, ich weiß gar nicht, ob man es leider sehen kann, aber hier, siehst du es? Hier sind leider beim Rare Slot sind immer kleine Dellen unten drin. Kann natürlich sein, dass es einfach Produktionsfehler ist. Ist natürlich ein bisschen schade. Ja, ist natürlich, jetzt, ich glaube, das ist ja, die werden so auf einer großen Palette gedrückt, ja, und dann werden die da alle ausgestampft und dann. Ich hoffe, dass es jetzt nur bei unserem Display ist, weil es natürlich halt direkt den Wert der Karte so ein bisschen vermindert. Ne? Aber. Ja, mal gucken. Ja. Komm, Halligalli. Ja. Ja, eine Splitkarte. Ja. Halli und Galli. Ne? Für ein Blau-Rot-Hybrid Spontanzauber, eine Kreatur deiner Wahl greift in diesem Kampf an. In diesem Zug an oder blockt, falls möglich. Mhm. Und Galli sagt für 6 Mana runter 2x Rot-Grün-Hybrid. Hexerei. Kreaturen, die du kontrollierst, einen +2/+2 und verursachen Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Du kannst eine Kreatur, die du kontrollierst, aufdecken. Ja. Cooler Name, ja. Ebene noch. Und dann haben wir noch eine Werbekarte. Ja. Ja. So. Ui. Das ist natürlich. Hatte meine Vollrare das auch? Nee, das hat. Nee.
Ich finde, das hat nur der Rare-Slot, der fest der Rare-Slot ist. Ja, auch die Länder, die ja nicht im richtigen Rare-Slot sind, haben das nicht. Oh, ja, die Foils auch nicht. Das hat nur der Rare-Slot. Boah, das ist aber... Also ich sehe es natürlich... Ich habe ja eine Brille auf, deswegen muss ich so ein bisschen unter der Brille hergucken, ne? Ja. Aber es ist schon... Schon eine Macke. Im richtigen Licht ist das schon massiv. Ja. Warte, ich kann mal gucken, ob man das... Hier, nee, man kann das, glaube ich, leider gar nicht sehen hier bei uns. Nee, es sind hier so zwei leichte Einkerbungen, was ein bisschen schade ist. Aber... Also ein bisschen ist runtergedrückt. Halt, genau, ja. Ist halt ein Produktionsfehler da irgendwie. So, ich mache erstmal weiter. Wizards. Ruinöser Orang-Utan. Für zwei beliebige ein rotes. 2/2 Kreatur Menschenaffe mit Reichweite. Und wenn er ins Spiel kommt, bestimme eines. Entweder zerstöre bis zu ein Artefakt deiner Wahl oder opfer ein Artefakt. Falls du dies tust, lege 2+1+1 Marken auf den Orang-Utan. Das ist natürlich auch krass. Da müssen wir wohl jetzt Nachforschung anstellen und herausfinden, woher diese Marke kommt. Das ist eigentlich das ist unser ein Fall. Rätsel. Das ist unser Fall. Ein Rätsel, was Magic eingebaut hat. Die waren nur so, wir beschädigen alle Rares. Und wenn du alle Rares mit einer Macke aneinander legst, kommt da ein großes Bild raus. Dann kommt da ein Morsecode raus. Ja. Ja. Das ist auch wieder eine sehr, sehr süße Karte. Dumbo. Ja. Loxodon Lauscher. Für 3 beliebige ein grünes Kreatur-Elefant-Detektiv 3/3. Wenn er ins Spiel kommt, stelle Nachforschung an. Immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, erhält der Loxodon Lauscher +1/+1 und Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Da hat einfach irgendjemand ein Brötchen gegessen, gekrümmelt und dann war der Krümmel einfach bei dieser Stampfpalette und dann so BAM! Der Flavortext, er ist ganz Ohr. Weißt du, weil er große Ohren hat. Oh. Gassenräuber für 2 beliebige ein schwarzes. Kreatur, Vampir, Räuber 3/3 kommt getappt ins Spiel und hat Verkleidung für 6. Und wenn er aufgedeckt wird, verliert ein Gegner seiner Wahl 3 Lebenspunkte und du erhältst 3 Lebenspunkte dazu. So. Benetische Kriminologen für 4 beliebige und ein blaues. Kreatur und Mehrvolk, Zauberer 4/5. Wenn sie ins Spiel kommen oder angreifen, kannst du ein Artefakt opfern. Falls du dies tust, ziehe eine Karte. Das ist halt, kannst einen Hinweis opfern, um eine Karte ziehen, ziehst direkt 2 Karten, dann musst dafür nichts zahlen. Sick. Oh, das ist ein sehr, sehr schönes Artwork. Aus. Bestehen auf Antworten. Für ein beliebiges ein rotes Spontanzauber. Als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, opfer ein Artefakt oder wirf eine Karte ab, ziehe 2 Karten. Davon hätte ich gerne eine Spielmatte. Bitte. Bitte. Dann, sie sind dort entlang. Finde ich auch ein cooles Artwork. Davon hätte ich auch gerne eine Spielmatte. Bitte. für 2 beliebige ein grünes Hexerei. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel, mische danach, stelle Nachforschung an. Dann, dramatische Beschuldigung. Für 2 beliebige ein blaues. Verzauberung Aura. Verzauber eine Kreatur. Wenn die dramatische Beschuldigung ins Spiel kommt, tappe die verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur enttappt nicht während des Enttapp-Segments ihres Beherrschers. Und für 2 blaue mische die verzauberte Kreatur in die Bibliothek ihres Besitzers. Weil wir kommen dem Ziel näher, den Fall zu lösen. Wer war der Mörder? Also die Beschuldigung war halt schon richtig. Und das ist, ich finde es so ein bisschen schade, dass Magic selbst schon aufgeklärt hat, wer der Mörder in dem Set ist. Ich sag's jetzt. Ich sag's jetzt nicht. Das ist jetzt ein bisschen offensichtlich, nachdem wir es ansprechen. Ja, es war Tristani. Ist so ein bisschen schade, weil natürlich der ganze Sinn des Murder Mysteries ist natürlich, dass man da so hin sich drauf hinarbeitet und so. Aber Spoiler, es war Tristani. Achtung, Spoilerwarnung. Kommt ein bisschen spät, aber. Ja, glänzender Mechaskeda für ein blaues. Aber ein sehr schönes Artwork. Stimmt. So, sorry. Ein blaues, ein rotes. 1/1 Artefaktkreatur fliegen, wenn er ins Spiel kommt, stelle Nachforschung an. Und immer, wenn du ein Artefakt opferst, lege eine +1/+1 Marke auf den Skeada. Dann Fall der brennenden Masken. Für ein beliebiges 2 rote. Verzauberung. Fall. Wenn dieser Fall ins Spiel kommt, fügt er einer Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, 3 Schadenspunkte zu. Zum Lösen sagt er, 3 oder mehr Quellen haben in diesem Zug unter deiner Kontrolle Schaden zugefügt. Also das heißt, einfach mit Kreaturen angreifen. Ne? Gelöst, opfere diesen Fall, schicke die obersten 3 Karten deiner Bibliothek ins Exil, bestimme eine davon, du kannst sie in diesem Zug spielen. Ja. Dann haben wir hier Feenflug.
Für ein beliebiges ein blaues Verzauberungsaura aufblitzen. Verzauber eine Kreatur. Wenn der Feenflug ins Spiel kommt, erhält die verzauberte Kreatur Fluchsicherheit bis zum Ende des Zuges. Die verzauberte Kreatur erhält +1/+1 und hat Fluchfähigkeit. Fluchfähigkeit. Mm. Ja. Oh. Also das ist ein sehr, sehr krasses, detailreiches Artwork. Deswegen, Eiterigel, oh geil, Eiterigel. Für ein schwarzes Kreatur-Zombie-Egel 1-1. Wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt, milst du 2 Karten und für ein beliebiges ein schwarzes, erhält er +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Aktiviere diese Fähigkeit nur einmal pro Zug. Aber können wir halt Karten millen, um die dann halt wieder wegzuschicken, um hier Beweise zu sammeln. Dann haben wir Krenkos Surmalma für 2 beliebige 2 rote Artefakt-Kreatur-Insekt. Topter 4-4 fliegend Trampelschaden. Wenn er ins Spiel kommt, zerstöre für jeden Spieler bis zu ein Nicht-Standardland, das jener Spieler kontrolliert. Für jedes auf diese Weise zerstörte Land kann sein Beherrscher seine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und dann mischen. Interessant, okay. Dann haben wir hier den Saloppen Halunken für 2 beliebige, ein schwarzes, ein grünes Kreatur, 11 Räuber, 3-3 mit Todesberührung. Und wenn er ins Spiel kommt oder aufgedeckt wird, erhält eine Kreatur deiner Wahl Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges und Verkleidung für 6. Dann haben wir hier ein Land. Das sieht auch cool aus. Und, oh, die Vito Gazi Artwork-Karte, unterschrieben vom Künstler. Sehr, sehr schön. Ist, glaube ich, Vito Gazi, ne? Zweig von Vito Gazi. Ja. Bam! Wow! Habe ich drauf. So, Fenstersturzphantom hatten wir schon? Ja. Inspektorin von Vito Gazi für 2 Mana 1-3. Zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, kannst du Beweissicherung 6 durchführen. Reichweite, und wenn die Inspektorin ins Spiel kommt und falls Beweissicherung durchgeführt wurde, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl und du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Mhm. Skrupellose Agentin für 2 Mana 1-1, wenn sie ins Spiel kommt, schickt ein Gegner deiner Wahl eine Karte aus seinem Friedhof ins Exil. Aus seiner Hand ins Exil. Ja. Voilà. Okay. Unschuldiger Passant für 2 Mana 2-1, Goblinbürger. Mhm. Immer wenn dem unschuldigen Passanten 3 oder mehr Schadenspunkte zugefügt werden, stelle Nachforschung an. Okay, also einmal so. Ja. Ne? Oh. Improvisierte Fesseln. Dass du dieses, wer ist wohl der Mörder? Wer wird da jetzt wohl gerade gefesselt? Weiß ich nicht. Ja. Für 3 Mana. Verzauberung. Wenn die improvisierten Fesseln ins Spiel kommen, schicke eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, ins Exil, bis die improvisierte Fesseln das Spiel verlassen. Du hast 2 Lebenspunkte dazu. Ja, ist halt auch jetzt, da die verräterische Ober von ihren Schwestern getrennt ist, hoffe ich, dass sich Trostani irgendwann erholen wird. Also, ja. Spoiler! Verheißungsvolle Ankunft für 2 Mana. Spontan zu bei. Eine Kreatur deiner Wahl erhält +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Stelle Nachforschung an. Ja. Auftritt des Detektivs. Ja. Der Halunke. Mhm. Auge des Gesetzes für 3 Mana 3-3. Andere Detektive, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Oh. Ist selbst ein Homunculus-Detektiv. Mhm. Und immer wenn du deine zweite Karte innerhalb desselben Zuges ziehst, kann ein Detektiv deiner Wahl in diesem Zug nicht geblockt werden. Oh, eine sehr, sehr gute Detektivkarte hier. Ja. Das ist hier der, das ist halt das Auge Lord des Gesetzes, ja. Lauernder Kanalbewohner für 5 Mana 4-5 Wurmschrecken. Wenn der lauernde Kanalbewohner ins Spiel kommt oder aufgedeckt wird, blockt eine Kreatur deiner Wahl in diesem Zug, falls möglich. Mhm. Und Verkleidung für 5. Ja. Geeignetes Ziel für ein rotes Mana Verzauberung Aura verzaubert eine Kreatur. Die, wenn das geeignete Ziel ins Spiel kommt, verdächtige die verzauberte Kreatur. Mhm. Die ausgerüstete Kreatur erhält. Die verzauberte Kreatur, nicht die ausgerüstete, erhält +1/+1. Und für 3 Mana bringe das geeignete Ziel aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Mhm. Ausstatter der Agentur. Für 6 Mana 4-3 mit fliegend und wenn der Ausstatter der Agentur ins Spiel kommt, kannst du dein Friedhof, deine Hand und oder deine Bibliothek nach einer Karte namens Vergrößerungsglas und oder einer Karte namens Denkhut durchsuchen. Den Denkhut hatten wir ja schon. Ja.
Wo bin ich? Das und sie ins Spiel bringen. Und sie ins Spiel bringen. Falls du auf diese Weise deine Bibliothek durchsuchst, mische danach. Mhm. Doppelgang. Für 3x ein grünes und ein blaues. Okay. Erzeuge für jedes von x Permanenten deiner Wahl x Spielsteine, die jeweils Kopien jenes Permanents sind. Eieieiei. Also, das kostet, ist aber schon extrem teuer, ne? Also, ja. Aber, interessant. Der Gassenräuber nochmal. Ein Basic Land hier. Auch schön. Und ein Hinweis. Der nächste Hinweis. Der auf der Rückseite natürlich auch wieder anders aussieht. Ich denke, das hier wird halt so ein Code sein, den man irgendwie lösen muss, um da die Rätsel freizuschalten. Den Code meinst du hier unten. Ja. Ja, mal gucken. Aber ich weiß bei Murder Mystery Büchern halt nie. Ja, hier unten. Ja, ist ein bisschen. So, entscheidender Zug für 2 beliebige ein weißes. Spontanzauber, zerstöre ein Artefakt, eine Verzauberung oder eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 4 oder mehr. Boah, jetzt müsste man halt schon wissen, welche Schachfiguren das ist. Ich glaube, das ist der Läufer und der Läufer schlägt den König. Soll das der König sein? Der da liegt. Ich denke. Oder ist es die Dame? Julian ist nur so. Ich spiele keinen Schach. So, Geröllstreifen, Großmaul für 5. Kreatur 5-5. Wenn er angreift und falls er nicht verdächtigt ist, kannst du ihn verdächtigen. Nervöse Gärtnerin für ein beliebiges, ein grünes. 2-2 Kreatur mit Verkleidung für ein grünes. Und wenn sie aufgedeckt wird, durchsuche deine Bibliothek nach einer Länderkarte mit einem Standardlandtyp, zeige sie vor, nimm sie auf deine Hand und mische danach. Länderkarte mit Standardlandtyp heißt, wir können da auch die Doppelländer nehmen. Ne? Weil die haben ja die Standardlandtypen, sind aber ja kein Standardland. Todesfüßler der Verrottungsfarm für 3 und ein schwarzes Kreatur Insekt 3-4. Immer wenn eine oder mehrere Kreaturenkarten deinen Friedhof verlassen, erhält er +1/+0 Bedrohlichkeit und Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Dann im Dienst für 2 beliebige 2 weiße Spontanzauber. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +2/+1 bis zum Ende des Zuges. Stelle Nachforschung an. Mhm. Dann der Fluchttunnel Landsack für Tappen und Opfern. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Oder für Tappen und Opfern eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 2 oder weniger kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Dann haben wir die verbrecherische Raserei für ein rotes Spontanzauber. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält +2/+0 und Eile bis zum Ende des Zuges. Wenn jene Kreatur in diesem Zug stirbt, erzeuge einen 2-2 weißen und blauen Detektiv-Kreaturspielstein. Okay. Dann tödliche Komplikation. Cooles Artwork. Weil Taser Karloff ist ja tot. Da sehen wir es. Bam, bam, bam. Für ein beliebiges ein schwarzes, ein rotes, das ist dieses, Achtung, Spoiler, ne? Hexerei, bestimme eines oder beides. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, lege eine +1/+1 Marke auf eine verdächtige Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Du kannst bestimmen, dass sie nicht mehr verdächtigt ist. Dann das Heizungsrohr. Womit will man sonst Leute töten als mit diesem Rohr? Für ein schwarzes Artefakt. Ausrüstung. Hinweis, die ausgerüstete Kreatur erhält +2/+0. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Für 2 Opfer das Heizungsrohr, ziehe eine Karte, ausrüsten kostet 2. Sehr effizient, macht mehr Schaden als der Dolch. Der Dolch hat nur +1/+1 gegeben. Und der gibt +2/+0. Der Dolch sticht und das zieht dir das mal über den Kopf. Bam! Ja. Kriminalschriftstellerin. Die sind so, das schreibe ich jetzt mal auf. Für 2 beliebige ein rotes Kreatur Goblin Bade. 1-3. Cool. Immer wenn du ein Artefakt opferst, lege eine +1/+1 Marke auf die Kriminalschriftstellerin und erzeuge ein rotes Mana. Sehr gut. Weil da können wir natürlich einfach auch Schätze opfern und kriegen dadurch dann mehr Mana und die Kriminalschriftstellerin wird immer größer, je mehr Hinweise sie frisst. Und dann haben wir Judith, Gemetzelgenießerin für 3 beliebige, ein schwarzes, ein rotes, legendäre Kreatur, Mensch, Schamane, 3-4. Immer wenn du einen Zauberspruch oder eine Hexerei wirkst, bestimme eines. Entschuldigung, was habe ich gesagt? Zauberspruch. Achso. Ja. Jener Zauberspruch erhält Todesberührung und Lebensverknüpfung. Erzeuge einen 2-2 roten
Stopp. Immer wenn du einen Spontanzauber oder einen Hexerei. Jener Zauberspruch. Ja, ist halt, wenn er dann einen Schaden zufügt, dann ist er halt. Okay. Killed. Ja, dann kriegen wir so viele Leben, ne? Weil er hat ja Lebensverknüpfung. Wer hat Lebensverknüpfung? Ja. Er hält Todesberührung und Lebensverknüpfung. Achso, ja. Ah, Schock und dann kriege ich 3 Leben. 2 Leben. Schock macht 2 Schaden. 2 Schaden. Ja. Woher kommst du jetzt schon wieder auf eine 3, Jana? Tut mir leid. Ey, Janet. Ja. Erzeuge einen 2 oder halt erzeuge einen 2-2 roten Bolt-Kreaturspielstein mit. Wenn diese Kreatur stirbt, fügt sie jedem Gegner 2 Schadenspunkte zu. Also, Judith will Schaden machen. Das ist mal ein Rakdos-Booster, ne? Das ist ein Rakdos-Booster. Ja. Mit Rakdos, Metzer des Chaos. Für 4 ein schwarzes, ein rotes, legendäre Kreatur. Dämon 6-6 fliegend Trampelschaden. Zu Beginn deines Endsegments kann ein Gegner deiner Wahl 2 in Nichtland-Permanents, die keine Spielsteine sind, opfern. Falls er dies nicht tust, ziehst du 2 Karten. Ja. Das war ein gutes Booster. Ja, ich fand auch Rakdos und Judith hatten beide ein sehr schönes Artwork und hier auch die Ebene sieht wirklich super aus. Ja, das stimmt. Die sieht wieder sehr, sehr toll aus. Wie sieht die aus, wenn man die umdreht? Ich wollte gucken, weil die Türme hier auch so. Ah, ja. Ah, cool. Und hier haben wir noch den süßen Elefanten, der ganz Ohr ist. Aber man sollte seine Ebene schon richtig und der einen kleinen süßen Hut trägt. Ja. Ja. So, weiter geht's. Ich möchte jetzt, wo ich weiß, dass es hier wieder Artwork-Karten gibt, möchte ich eine Artwork-Karte von dem kleinen süßen Maulwurf haben. Und dann hänge ich die mir an meinen Arbeitsplatz. Machtwachen-Phantom. Für 2 Mana, 2/2. Immer wenn eine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält das Machtwachen-Phantom Flugfähigkeit bis meines Zuges. Mhm. Blasenschmuggler. Für 2 Mana, 2/1, Verkleidung für 6 Mana. So wie der Blasenschmuggler aufgedeckt wird, lege 4+1/+1 Mana auf ihn. Okay, dann ist er plötzlich ein starker Oktopusfisch. Ja, aber kostet halt auch 6 Mana, ne? Ja. Rachsüchtige Ranke für 5 Mana, 5/5, Verkleidung für 6 Mana. Wenn die rachsüchtige Ranke aufgedeckt wird, zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl, das bzw. die ein Gegner kontrolliert. Mhm. Oh, cooles Artwork. Ja. Knurrender Bluthund für ein schwarzes Mana 1/1 wird bedrohlich und immer wenn eine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, wenn Überwachen 1 an. Auch stark. Es gibt wirklich sehr viele Ein-Mana-Drops in dem Set, die wirklich sehr gut sind. Ist klar, dass ich in diesem Set Rakdos spiele, ne? Ja, ich überlege, ob ich Detektive spiele oder ob ich Weiß-Grün spiele. Okay. Den hatten wir schon. Da haben wir das Vergrößerungsglas, was die eine Karte daraus gesucht hätte. Ja. Für 3 Mana Artefakt tappen, macht ein farbloses Mana und für 4 Mana stelle Nachforschung an. Na, ich glaube, es ist ja dann auch das Vergrößerungsglas, was dann auf diesen besonderen Artwork zu sehen ist, ne? Also keine Lupe, sondern Vergrößerungsglas-Artwork. Ja, wahrscheinlich. Den hatten wir auch schon. Sumana Wachtposten für ein grünes und ein weißes 1/3 mit Reichweite 11 Bogenschütze. Immer wenn eine ein verdecktes Permanent, das du kontrollierst, aufgedeckt wird, lege eine +1/+1 Marke darauf und eine +1/+1 Marke auf den Sumana Wachtposten. Krass. Sehr stark. Sehr stark. Für 2 Mana auch eine 3 hier hinten, heißt also der ist auch ein guter Body. Ja. Sehr schön. Sündenbock hatten wir schon. Neugieriges Nachforschen. Ein blaues Mana, Verzauberung Aura. Verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur hat +1/+1 und hat immer, wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, stelle Nachforschung an. Mhm. Dann haben wir die Zinnenstraßen. Tratsch-Tante, richtig. Ja. Für 4 Mana, 4/4 mit Wachsamkeit. Und Tappen erzeugt ein grünes und ein rotes Mana. Gibt dieses Mana nur aus, um einen verdeckten Zauberspruch zu wirken oder eine Kreatur aufzudecken. Oh mein Gott, hast du schon gehört. Finde ich cool, ja. Gefällt mir. Amulett des Erzdruiden für 3 grüne Mana, hartgrün hier, spontan zwar, bestimme eines. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Kreaturenkarte oder Länderkarte und zeige sie offen vor. Falls es eine Länderkarte ist, bringe sie getappt ins Spiel, nehme sie sonst auf deine Hand und mische danach. Oder lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Sie fügt einer Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Oder schicke ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl ins Exil. Mhm. Eine sehr schöne Toolkarte, macht mega viel und das für 3 Mana. Also, ja, aber es ist halt
Dreimal grün, ne? Ja, das geht schon. Ja. Oh, ja. Teufelsbrand noch hier. Ein schöner Wald. Mhm. Ein Märchengarten. Ja. Wir sehen auch wirklich, wir haben... Die Aufstampf. Bis jetzt... Du ziehst nicht so viele Token, einfach weil jetzt hinten ja auch ja, die Apfelkarten drin sind. Du hast hinten und die Werbungskarten. Du kannst halt hinten die Token drin ziehen, du kannst Werbung ziehen, du kannst Artkarten ziehen und du kannst diese Aufstampfkarten ziehen. Ja, ist halt dieses, wir haben Sachen, die ganze Zeit so viel mit Detektivtoken und wir haben noch kein Detektivtoken. So, erstmal Spitzenermittler hatten und wir einen Bürger schon. Und Bürger hatten wir auch schon. Ja. Routinierte Beraterin für Emily Biggs ein. Weiß. Der hat noch keine Listenkarte, ne? Nee. Kreatur, Mensch, Detektiv 1, 3. Immer wenn du mit 3 oder mehr Kreaturen angreifst, erhält die Beraterin plus 2, plus 0 bis zum Ende des Zuges. Dann Schock darf natürlich auch nicht fehlen für ein rotes Spontanzauber. Oh, ja. Der Schock fügt einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Der Schock. Stand da immer schon der Schock drauf? Wasserdichtes Alibi hatten wir schon. Galvanisieren hatten wir auch schon. Unerlaubter Abtritt. Für Amity Biggs ein blaues. Spontanzauber bringe ein Nichtland permanent deiner Wahl auf die Hand seines Besitzers zurück. Überwachen 1. Dann Fall des Torexpresses. Für Amity Biggs ein weißes. Wenn dieser Fall ins Spiel kommt, bestimme eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Jede Kreatur, die du kontrollierst, fügt jener Kreatur einen Schadenspunkt zu. Lösen 3 oder mehr Kreaturen haben in diesem Zug angegriffen. Gelöst, Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 1 plus 0. Die Fälle sind schon echt die gut. Die sind ne? schon echt stark. Ja. Also, wow. Gefällt mir. Dann nicht mit mir. Für ein beliebiges ein weißes Spontanzauber. Schicke eine angreifende Kreatur deiner Wahl ins Exil. Dann verborgene Waffe. So, vor allem so verborgene Waffe und dann so ein riesiges Schwert. Also, ja, wollte gerade sagen, so riesengroß. Ja, ja okay. Für ein beliebiges ein rotes. Artefakt Ausrüstung, die ausgerüstete Kreatur erhält plus 3 plus 0. Verkleiden für 2. Für 2 beliebige ein rotes. Und wenn die Waffe aufgedeckt wird, lege sie an eine Kreatur deiner Wahl an, die du kontrollierst. Sonst ausrüsten für ein beliebiges ein rotes. Dann ausbrechen für ein rotes, ein grünes. Hexerei. Schau dir die obersten 6 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturenkarte offen vorzeigen. Falls jene Karte Mana-Betrag 2 oder weniger hat, kannst du sie ins Spiel bringen. Und sie erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Falls du die offene, vorgezeigte Karte nicht auf diese Weise ins Spiel bringst, nimm sie auf deine Hand, lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. So wieder krass viel Kartentext hier, ne? Dann haben wir hier Aurelia, Gesetz des Himmels. Für 3 beliebige ein rotes, ein weißes, legendäre Kreatur. Engel 4-4, fliegend, Wachsamkeit, Eile. Immer wenn ein Spieler mit 3 oder mehr Kreaturen angreift, ziehst du eine Karte, also das heißt, wenn wir mit 3 oder mehr Kreaturen angreifen, wenn ein Gegner mehr angreift, kriegen wir einfach die ganze Zeit Karten. Mega! Immer wenn ein Spieler mit 5 oder mehr Kreaturen angreift, fügt Aurelia jedem deiner Gegner 3 Schadenspunkte zu und du erhältst 3 Lebenspunkte dazu. Die ist ja mega stark. Sehr cool. Gefällt mir. Die ist sehr, sehr stark. Ein schöner Engel. Ja, Engel sind generell super. Und... Megakarte. So, dann als Foil haben wir Fall des verschwundenen Falken für ein blaues. Wenn dieser Fall ins Spiel kommt, stelle Nachforschung an. Zum Lösen sagt es, du kontrollierst 3 oder mehr Artefakte. Gelöst sagt dann für 2 beliebige ein blaues und opfere diesen Fall. Lege 4 plus 1 plus 1 Marken auf einen Nicht-Kreatur-Artefakt deiner Wahl. Es wird zusätzlich zu seinen anderen Typen zu einer 0-0 Vogelkreatur mit Flugfähigkeit. Guck mal. Wir finden den verschwundenen Falken, indem wir einfach einen neuen machen. Eiskalt ersetzt. Damn. Oh, dann haben wir hier eine Listenkarte. Und zwar Mystery Key. Die Listenkarten gibt es natürlich nur auf Englisch in dem Set. Klar, ja. Dass dieses öfter wundern sich dann Leute, hä, ich habe das doch auf Deutsch gekauft, wieso ist da jetzt eine englische Karte drin? Das ist kein Produktionsfehler, das ist schon absichtlich so. Und wichtig zu sagen, die Special Guest Karten, da gab es ein... Produktionsfehler. Nee. Lokalisierungsfehler glaub, sozusagen, so, dass halt einfach die Special Guest Karten in Playboostern in deutschen Playboostern nur in englischer Sprache verfügbar sind. In den Collector Boostern, also in den Sammler Boostern, sind die Special Guest Karten auch auf Deutsch, aber nicht in den Playboostern. Ja, leider nicht. So, aber jetzt erstmal zur
Listenkarte, Mystery Key, für ein beliebiges ein blaues Artefakt, Ausrüstung, oder ich lese es mal auf Englisch vor. When a crypt creature deals combat damage to a player, a sacrifice Mystery Key. If you do, draw three cards. Also wenn die ausgerüstete Kreatur einem Gegner Kampfschaden macht, opfern wir die Ausrüstung und ziehen dann drei Karte und Ausrüsten kostet eins. Also es ist schon stark. Dann, oh, haben wir hier nochmal ein Wald in Full Art. Der sieht auch sehr schön aus. Der sieht auch sehr, sehr schön aus. Ist natürlich immer sehr viel jetzt auf den Ländern drauf, aber passt halt zum ganzen Mystery-Setting so ein bisschen. Und wir haben ein Token, und zwar ein Goblin-Token. Ist auf der Rückseite ein anderer Token drauf? Nein. Das ist natürlich, sie hätten jetzt halt schon die Token doppelseitig machen können, wenn es nur so wenig Token gibt. Wow. Ich weiß, mein ganzes halbes Booster weg. So. Schock. Ja. Prüfung. Mhm. Oh mein Gott, wir sind endlich so weit, dass wir nicht mal jede Karte vorlesen müssen. Oh mein Gott. Schnitt aus den Schatten. Für X und ein schwarzes Spontanzauber, Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Eine Kreatur deiner Wahl, minus X bis am Ende des Zuges. Ja. Bestehen auf Antworten, ja. Jetzt ist mal im Alternate Artwork. Sieht auch sehr cool aus. Ja. Gaffende Schaulustige. Für ein beliebiges, ein schwarzes 1-3 Fliegen für 4 Mana. Ist ein Vampir. Schicke die gaffende Schaulustige aus deinem Friedhof ins Exil. Erzeuge 2 getappte 1-1 schwarze Fledermaus-Kreaturenspielsteine mit Flugfähigkeit. Mhm. Karloff Wachhund für 4 Mana 3-2 mit Wachsamkeit und Permanente, die deine Gegner kontrollieren, können während deines Zuges nicht aufgedeckt werden. Mhm. Immer wenn du mit 3 oder mehr Kreaturen angreifst, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Oh, das ist gut. Sehr schön. Tatort. Artefakt, Land, Hinweis. Mhm. Der Tatort kommt getappt ins Spiel. Tappen macht ein farbloses Mana. Tappen, tappe eine ungetappte Kreatur, die du kontrollierst, erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe. Und für 2 Mana opfer den Tatort, ziehe eine Karte. Das ist auch ein mega krasses Artwork. Meuchlerische Habgier für ein beliebiges, ein weißes, ein schwarzes Spontanzauber. Opfer eine Kreatur, die in diesem Zug Schaden zugefügt hat, als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken. Ziehe 3 Karten. Jeder Gegner verliert 3 Lebenspunkte und du erhältst 3 Lebenspunkte dazu. Mhm. Okay, interessant. Wir werden natürlich nichts Großes opfern, aber ist auf jeden Fall schon cool. Dann haben wir hier die zweite Rare, gesuchter Falke. Mhm. Ne, denn wir haben den Fall des Falkens und hier haben wir den Fall. In dem Fall haben wir wirklich auch beide Rares da und eine Delle drin. Für 3 Mana, 1-4 fliegend immer. Ach so, ja, der Falke zu dem Fall. Jetzt habe ich es verstanden. Ich war nur so, worüber redest du? Wir haben keinen Falken. Immer wenn der gesuchte Falke angreift, übernimmt die Kontrolle über ein Permanent deiner Wahl, das du besitzt, aber nicht kontrollierst. Mhm. Verkleidung für 2. Und wenn der gesuchte Falke aufgedeckt wird, übernimmt ein Gegner deiner Wahl die Kontrolle über eine beliebige Anzahl an Permanenten deiner Wahl, die du kontrollierst. Ziehe für jedes Permanent, über das er auf diese Weise Kontrolle übernommen hat, eine Karte. Mhm. Viel Text. Viel Text. Viel Text. Die Sophie nochmal in Foil jetzt hier. Und auch eine Listenkarte. Pitrid Warrior. Für ein weißes, ein schwarzes 2-2. Und wenn er wenn er Schaden macht, bestimmen wir 1. Jeder Gegner verliert einen Lebenspunkt oder jeder Spieler bekommt einen Lebenspunkt. Mhm. Foilland. Und eine Artwork-Karte. Oh, ist das ein Warzenschwein? Ist das ein Blätterwarzenschwein? Oh mein Gott. Heckenflüsterer. Oh mein Gott. Das ist einfach eine Hecke, die einfach aussieht wie ein Schwein. Oh, ich will auch eine Hecke haben, die aussieht wie ein Schwein. Ich meine, ich habe schon einen Bruder, der aussieht wie ein Schwein, aber ich hätte gerne noch eine Hecke, die aussieht wie ein Schwein. Ja, das will ich ja Gott sei Dank nicht, denn ich bin Hugo. Ja. Der französische Italiener, ne? Mhm. So. Endlich mal ein paar Karten, die wir hier schon hatten. Das heißt, da können wir jetzt mal ein bisschen schneller durchgehen. Aber musst du auch wirklich perfekt im richtigen Licht gucken, damit du diese Macke da unten siehst, ne? Ja. Nee, ich sehe sie einfach direkt. Ich glaube, ich habe einfach bessere Augen als du. Nee, kann auch. Ja, ich habe auch eine Brille auf, ne? Ja. So, Feenschnüffler für ein beliebiges, ein blaues, ein schwarzes Kreatur. Feenwesen Detektiv, 1-4 fliegend mit Verkleidung für ein beliebiges und 2x Blau-Schwarz-Hybrid. Wenn der Feenschnüffler aufgedeckt wird, schau dir die obersten 2 Karten deiner Bibliothek an, nimm eine davon auf deine Hand und lege die andere auf deinen Friedhof. Ja, okay, doch, sieht man schon. Ja. Schlussfolgern. Schönes Artwork. Hatten wir das schon? Ja. Okay.
Dann knallharte Frage für ein grünes Hexerei. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl, die bzw. den du nicht kontrollierst, Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Dann, oh, das sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Ja. Im Garten vergraben. Die Leiche ist im Garten vergraben. Deswegen sind da auch Blumen rübergewachsen. Mhm. Oh, schöne Karte, eine Leiche. Für zwei beliebige, ein grünes, ein weißes. Verzauberung, auch auf Verzauber ein Land. Wenn im Garten vergraben ins Spiel kommt, schicke ein Nicht-Land-Permanent deiner Wahl, das du nicht kontrollierst, ins Exil, bis im Garten vergraben das Spiel verlässt. Immer wenn das verzauberte Land für Mana getappt wird, erzeugt sein Beherrscher ein zusätzliches Mana einer beliebigen Farbe. Dann die verborgene Waffe nochmal. Der Dolch. Wie geil in so einem Stück Steak drin ist. Mua. Und dann, Kryptex für zwei. Artefakt für Tappen. Beweissicherung 3. Erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Lege eine Entriegelungsmarke auf den Kryptex. Deswegen, jetzt wissen wir auch, was die Entriegelungsmarken, wofür die da sind. Und opfere ihn, überwachen 3, ziehe dann 3 Karten, aktiviere diese Fähigkeit nur, falls 5 oder mehr Entriegelungsmarken auf dem Kryptex liegen. Ja, Julian. Was steht da, ne? Ja. Ja. Dann hier noch dramatische Beschuldigung für zwei beliebige, ein blaues Verzauberung Aura. Haben wir doch schon. Hatten wir schon? Ja, aber im alternativen Artwork. Eben, ne? Und Bestie. Ich glaube, das ist sogar die Bio-Box-Promo. Nein. Nee? Nein. Oh ja. Dann halt nicht. Ich hab's versucht. Tut mir leid. So. Die hatten wir alle schon. Hatten wir auch schon. Oh mein Gott. Hatten wir auch schon. Hatten wir noch nicht. Lebenshauch Trinker Vampirin. Für zwei beliebige, ein weißes, ein schwarzes, 2/4. Vampirräuber mit fliegend. Und immer wenn eine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du hältst einen Lebenspunkt dazu. Und für 7 Mana, Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger, die du kontrollierst, haben Todesberührung und Lebensverknüpfung bis zum Ende des Zuges. Okay, schon teuer. Vom Stärke 2 oder weniger, die du kontrollierst, ist schon teuer, ja. Für nicht so viel. Magnetischer Schnüffler, haben wir den schon? Nein, für 5 Mana, 4/4. Wenn er ins Spiel kommt, bringe eine Ausrüstungskarte deiner Wahl aus deinem Friedhof an den magnetischen Schnüffler angelegten Spiel zurück. Mhm. Okay. Immer wenn du ein Artefakt aufhast, lege eine +1/+1 Marke auf den magnetischen Schnüffler. Sehr schöne Karte. Mhm. Gewisses Prüfung für ein weißes, ein schwarzes Hexerei. Ein Gegner deiner Wahl zeigt seine Hand offen vor, du bestimmst davon eine Nicht-Land-Karte, schicke die bestimmte Karte ins Exil. Falls der Mana-Betrag der Karte 1 oder weniger ist, erzeuge einen 1/1 weißen und schwarzen Geistkreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. Mhm. Oh! Ist das unsere erste Mythic? Ja. Ja. Okay, Tostani, ja, dreifaltiges Raunen. Ja, ja, richtig. Für ein grünes, ein weißes und ein Hybrid grün-weißes. 4/4, die finde ich mega gut. Legendäre Kreatur Dryade. Für ein beliebiges und ein grünes Mana, eine Kreatur deiner Wahl erhält Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Für Hybrid weiß oder grün, eine Kreatur deiner Wahl erhält Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Kann man ja auch öfter machen, ne? Mhm. Und für zwei beliebige und ein weißes, eine Kreatur deiner Wahl erhält Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Ist also mega wenn stark. Du auch genug Mana hast, kannst du ja. Vor allem, Doppelschlag. 3 Mana und ist 4/4. Ja, das ist schon heftig. Ja. Und für 5 Mana könntest du einfach Doppelschlag und Todesberührung geben. Und das ist eine von ihnen ist ein Verräter. Erstschlag, Todesberührung ist halt super. Ja. Und das ist halt Doppelschlag, also ist ja nicht noch besser. Mega overpowered. Ich finde die richtig. Die ist eine sehr starke Kreatur. Ja. Nee, wir hatten schon eine Mythic, wir hatten schon Rakdos. Ach stimmt, hattest du ja geöffnet, ja. Auf frischer Tat ertappt. Auch ein guter Name für 5 Mana, spontan zwar, kann ich neutralisiert werden und übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl. Enttappe sie, sie erhält alle bis zum Ende des Zuges, verdächtige sie. Mhm. Ja. Land und ein Hinweis. Der nächste Hinweis-Token. Der natürlich dann wieder hinten auch anders aussieht. Ich sammle hier gerade so ein bisschen. Mhm.
Mal gucken, wie viele wir dann da am Ende nebeneinander legen können. Und ob die dann schon ein vollständiges Bild ergeben. So, gut. Gehen wir hier mal ein bisschen schneller durch jetzt, ne? Ja, sie werden zu sechst ein Bild ergeben. Gehe ich mal stark von aus. Gauner hatten wir auch schon. Kreideumriss hatten wir auch schon. Zweig von Vitugasi. Land macht für Tappen ein farbloses und Verkleidung für drei. Und wenn der Zweig von Vitugasi aufgedeckt wird, erzeuge zwei Mana genau einer beliebigen Farbe. Bis zum Ende des Zuges verlierst du dieses Mana nicht, so wie Segmente und Phasen enden. Das Bild ist noch größer. Ja? Ist ganz groß. Ja. Dann haben wir hier noch die Wojek-Ermittlerin. Für zwei beliebige ein weißes Kreatur, Engel, Detektiv, 2/4, fliegend Wachsamkeit. Zu Beginn deines Versorgungssegments stellst du für jeden Gegner, der mehr Karten auf der Hand hast als du, Nachforschung an. Das heißt, dadurch können wir dann wieder mehr Karten ziehen. Oh, die ist auch gut, ja. Dann noch eine Rare. Schlecht abgepasste Explosion. Für zwei beliebige ein blaues, ein rotes Hexerei. Ziehe zwei Karten, dann kannst du zwei Karten abwerfen. Wenn du dies tust, fügt die schlecht abgepasste Explosion jeder Kreatur x Schadenspunkte zu, wobei x gleich dem höchsten Mana-Betrag unter den Karten ist, die auf diese Weise abgeworfen wurden. Das heißt, wir können halt zwei Karten, wir können halt Karten tauschen auf unserer Hand und können auch noch Schaden machen. Sehr, sehr gut. Verdächtige Explosion in Foil. Ein Standardland in Foil. Oh mein Gott, ist der süß. Oh mein Gott. Sieht gut aus, ja. Es ist ein Baby. Oh. Jetzt will ich Hunde spielen. Nur für diesen Token. Routinierte Beraterin, hatten wir die schon? Hatten wir schon, ja. Okay. Wir hatten schon das meiste, ja. Geröllstreifen Großmaul? Hatten wir auch schon. Okay. Hatten wir auch schon. Oh, nee, den Heckenflüsterer. Ja, das ist für ein grünes Mana. 0/3, elf Druide Detektiv. Mhm. Du kannst bestimmen, den Heckenflüsterer während deines Enttapp-Segments nicht zu enttappen. Mhm. Für 4 Mana und Tappen, Beweissicherung 4, ein Land deiner Wahl, das du kontrollierst, wird zu einer 5/5 grünen Pflanze Wildschweinkreatur mit Eile, solange der der Heckenflüsterer getappt bleibt. Es ist immer noch ein Land, aktiviere diese Fähigkeit, wenn er extra rein. Jetzt möchte ich halt schon den Pflanzen-Wildschwein-Kreatur-Token haben. Abgrenzungsvollstrecker für 2 Mana, 1/1 fliegend und Lebensverknüpfung. Und immer wenn ein anderer Detektiv unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt und immer wenn ein Detektiv, den du kontrollierst, aufgedeckt wird, erhält der abgrenzungsvolle Verstrecker 1. Abgrenzungsvollstrecker, nicht Achso. Der abgrenzungsvolle Vollstrecker. +1/+1 ja, in des Zuges, ja. Hoppala. Fall des Stibitzenbeweises. Ja, für 2 Mana. Auf 1. Immer wenn ein Detektiv unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt und immer wenn ein Detektiv, den du kontrollierst, aufgedeckt wird, lege eine +1/+1 Marke auf ihn. Krass. Lösen sagt, da du kontrollierst, oder zum Lösen brauchst du, 3 oder mehr Detektive. Und gelöst sagt dann, falls ein oder mehrere Spielsteine unter deiner Kontrolle erzeugt würden, wären stattdessen jene Spielsteine plus ein Hinweisspielstein erzeugt. Das ist natürlich perfekt für die Detektivspielsteine, ne? Oder Hinweis auch. Der nächste Fall. Fall des Gargonkusses. Gorgon-Kusses, ja. Für ein schwarzes Mana. Für nur ein schwarzes Mana, okay. Wenn der Fall ins Spiel kommt, zerstöre bis zu eine Kreatur deiner Wahl, die in diesem Zug Schaden zugefügt wurde. Lösen. In diesem Zug wurden 3 oder mehr Kreaturenkarten von irgendwoher auf Friedhöfe gelegt und gelöst. Dieser Fall ist zusätzlich zu seinen anderen Typen ein 4/4 Gorgo-Kreatur mit Todesberührung und Lebensverknüpfung. Krass. Das ist ein starker Fall. Für ein Mana. Macht der mega viel. Ja. Wird am Ende zum 4/4er. Ja. Krass, ja. Niff-Mizzet, der Gildenbund. Für ein Mana jeder Farbe, 6/6, Drache-Avatar, fliegend und fluchsicher vor mehrfarbig. Ja. Immer wenn Niff-Mizzet, der Gildenbund, einem Spieler Kampfschaden zufügt, fügt er einem Ziel deiner Wahl x Schadenspunkte zu. Einem Spieler deiner Wahl zieht
Ein Spieler deiner Wahl zieht X Karten und du erhältst X Lebenspunkte dazu, wobei X gleich der Anzahl an unterschiedlichen Farbenpaare unter den Permanenten ist, die du kontrollierst und die genau zwei Farben haben. Krass. Wenn ja theoretisch 10 Gilden. Ja. Interessant. Der ist krass. Dann noch den Vollhüter hier. Mhm. Land. Naturkarte. Ja. Weiter so. Geht's. Weiter geht's. So. Sind wir schon auf der. Schon. Ich glaube, wir sind gerade auf der Hälfte, ne? Oh mein Gott. Dieses, vier, jetzt acht, geht's ja neun. Schneller. Wir sind also. Auf der Hälfte, Leute. Wow, nach 2 Stunden. Mord hatten wir auch schon. Hier aber im normalen Artwork. Detektivtasche für 2 beliebige, ein blaues, ein rotes Artefakt. Wenn sie ins Spiel kommt, stelle 2-mal Nachforschung an. Und für Tappen erzeuge einen 1-1 farblosen Top-Artefakt-Kreaturspielstein mit Flugfähigkeit. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du in diesem Zug ein Artefakt geopfert hast. Dann die Vernehmerinnen nochmal. Ausschließen des Unmöglichen. Dunstweg-Spionen für ein blaues 1-1-Kreatur, Mehrvölk-Detektiv, fliegend mit Verkleidung für 2. Wenn sie aufgedeckt wird, gilt Folgendes bis zum Ende des Zuges. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, stellst du Nachforschung an. Das ist natürlich auch echt gut. Und dann oben. Oh. Taser, punktvolle Oligarchen. Für ein beliebiges, ein weißes, ein schwarzes, 2-3-Kreatur, legendäre Kreatur. Mit Todesberührung sagt, zu Beginn deines Endsegments stellst du für jeden Gegner, der in diesem Zug Lebenspunkte verloren hat, Nachforschung an. Das heißt auch gut im Commander, weil man dann halt natürlich mehrere Gegner hat, ne? Ja. Immer wenn ein Hinweis, den du kontrollierst, aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, erzeuge einen 1-1 weißen und schwarzen Geistkreaturspielstein mit Flugfähigkeit. Diese Fähigkeit kann nur einmal pro Zug ausgelöst werden. Aber trotzdem stark. Weil wir uns halt krass, immer ja. dann Token ja. machen können, ne? Dann haben wir noch den Bluthund in Foil. Haben hier noch einen Sumpf und ein Arena-Code. So. Mhm. Die Karten hatten wir ja alle schon. Ja, ja irgendwann ist man halt die ganzen Kampfs durch, ne? Hatten wir auch schon. Wenn hat das stärker, aber im normalen Artwork, ja. Mhm. Mord. Kuriosa Kadaver für 4 Mana 3-1 fliegend mhm. und immer, wenn du einen Hinweis opferst, bringe den kuriosen Kadaver aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Hm. Zombie-Detektiv. Ja. Hm. Draufgängerischer Detektiv für 2 Mana 0-3. Mhm. Teufel-Detektiv. Immer wenn der draufgängerische Detektiv angreift, kannst du ein Artefakt auffahren oder eine Karte abwerfen. Hinweis opfern beispielsweise. Mhm, ne? Ja. Falls du dies tust, ziehe eine Karte und der draufgängische Detektiv L plus 2 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Auch gut. Wall des Heiligtums. Das sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Für 2 Mana 0, 4 Verteidiger, eine Mauer und für 3 Mana und Tappen, tappe eine Kreatur deiner Wahl. Du kannst eine Betäubungsmarke auf sie legen. Falls du dies tust, lege eine Betäubungsmarke auf den Wall des Heiligtums. Mhm. Auch gut. Oh, das sieht sehr, sehr hübsch aus. Heckenlabyrinth. Ja, hier ein Doppelland, Waldinsel dieses Mal. Mhm. Kommt getappt ins Spiel. Wenn ins Spiel kommt, überwachen 1 und das im Alternate Artwork. Sehr schön. Sehr, sehr hübsch. Und ein zweiter Rare, flüchtiger Codeknacker für 2 Mana 2-1 mit Bravour und Eile. Mhm. Oh, Bravour sagt immer, wenn du einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch spielst, kommt älter plus 1 plus 1 bis zum Ende des Zuges irgendwie glaub, so, ja, ne? Ja. Ah, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber, wir glauben, dass es so ist. Steht da leider nicht erklärt. Verkleidung für 6 Mana. Diese Kosten sind für jede Spontan-Zauber- und Hexereikarte in deinem Friedhof um 1 reduziert. Mhm. Steht auch da nicht, nee. Wenn der flüchtige Coke-Knacker aufgedeckt wird, wirf deine Hand ab und ziehe dann 3 Karten. Mhm. Aber man hat ja ein Internet, ne? Ja. Man kann ja einfach kurz googeln. Oder vielleicht man hat dieses Fachwissen in seinem Kopf. Ja, vielleicht war es auch nur Hexerei und Spontan-Zauber. Bravour gab es echt lange nicht mehr. Ja. Das ist eine Fähigkeit, die schon war früher in Khans of Tarkir und Drachen von Tag war dran, in ne? Dominaria. Auch nochmal? Ja, ich glaube ja. Und man landet hier. Oh, wow, wie süß. Damn. Sieht so. Man auf jeden Fall nicht oft. Die Bravour-Fähigkeit.
So, nächstes Booster. Ich hätte gerne immer noch eine Special Guest Karte, muss ich sagen. Ja, die ziehst du halt extrem selten. Ja. Ne? Hatten wir nicht mit mir schon? Hatten wir schon, ja. Stimmt, warte mal. Dann den Zeugen abfackeln. Oh ja, so kann man natürlich auch vorgehen, ne? Für X und ein rotes, Hexerei. Den Zeugen abfackeln fügt einer Kreatur deiner Wahl 2x X Schadenspunkte zu. Falls jene Kreatur auf diese Weise überschüssiger Schaden zugefügt wurde, stelle Nachforschung an. Dann unten. Unterirdische Leichenhalle. Halt auch wieder eins der Doppelländer, aber jetzt halt hier in schwarz-grün. Schön. Mhm. Dann Kanaldurchsuchung. Für ein blaues, ein schwarzes Spontanzauber erzeuge einen 2-2 weißen und blauen Detektiv-Kreaturspielstein. Falls in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist, erhältst du 2 Lebenspunkte dazu. Wende Überwachen 2 an und stelle dann Nachforschung an. Das ist natürlich auch mega viel, was dann passiert. Und das für 2 Mana, ja. Ja, das für 2 Mana. Oh! Eine Mythic in Foil. Ein Äscherer der Schuldigen. Für 4 und 2 Runden. Drachen sind immer super. 6-6 Drache fliegen Trampelschaden. Immer wenn der Einäscherer der Schuldigen einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du Beweissicherung X durchführen. Wenn du dies tust, fügt der Einäscherer jeder Kreatur und jedem Planeswalker, die bzw. den jener Spieler kontrolliert, X Schadenspunkte zu. Der ist ja mega krass. Du machst Schaden, kannst dann so viele Karten, wie du willst, aus deinem Friedhof halt ins Exil schicken und dann kriegen die Kreaturen und Planeswalker des Spielers nochmal so viel Schaden. Na, der ist ja ein Brett. Der ist ja mega. Oh mein Gott. Der ist ja mega. Ist halt ein Drache, ne? Der ist halt krass, ne? Ja, kannst du einfach damit einmal... Wenn ja, kannst du einfach... Der muss einmal Schaden machen und das kriegt er auch mit Trampelschaden gut hin. Und dann schmeißt er einfach alles aus seinem Friedhof weg und dann zerstörst du einmal alle Kreaturen von ihm. Ja. Und Planeswalker. Ja. 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 Krass. Der darf nicht durchkommen. Gott, aber es ist schwer, dass der nicht durchkommt. Ja. Und der erste Detektivtoken. Okay, das ist ein cooler Drache. Ja, der ist mega. Vor allem, das waren jetzt auch wirklich 3 Rares in einem Booster, ne? Also der will halt auch das generische Board da gut vernichten. Ja. Ja. Und der kostet 6 Mana und 6-6, ne? 6 Mana, 6-6, ja. Okay, ja. Das ist schon echt gut. So. Das haben wir alle schon. Kraulpeitscher. Für ein schwarzes, ein grünes 3-2. Hm? Reichweite. Wenn der Kraulpeitscher ins Spiel kommt, zerstöre einen Spielstein deiner Wahl, den ein Gegner kontrolliert. Mhm. Schleimiger Doppelegel für 4 Mana 2-4. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug erhält eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 2 oder weniger, die du kontrollierst, plus 1 plus 0 und Todesbogen bis zum Ende des Zuges. Mhm. Freisprechender Lamasu für 5 Mana 4-3 fliegend und wenn er ins Spiel kommt, sind alle verdächtigen Kreaturen nicht mehr verdächtigt. Mhm. Und wenn er Lamasu stirbt, erhältst du 3 Lebenspunkte dazu und verdächtigst bis zu einer Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert. Ja. Oh, das sieht auch sehr, sehr. Oh, Ruf das sieht mega hübsch aus. Ruf der Kriegsführerin für 3 Mana, Verzeihung, Kreaturen, die du kontrollierst, 1 plus 1 plus 1. Und immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, fügt der Ruf der Kriegsführerin jedem Gegner einen Schadenspunkt zu. Oh, eine schöne Karte. Ich spiel das mal im Token-Deck. Ich mach mir mal 5 Token. Ne? Bam, 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 bam. Oh! Oh. Etrada. Tödliche Flüchtige für ein beliebiges, ein blaues, ein schwarzes, 1-4 mit Todesbogen Vampir-Assassine. Verdeckte Kreaturen, die du kontrollierst, haben 2 beliebige, ein blaues, ein schwarzes. Decke diese Karte auf. Falls du dies nicht kannst, schicke sie ins Exil. Dann kannst du die ins Exil geschickte Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Mhm. Immer wenn eine Assassine, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, tarne die oberste Karte deiner Bibliothek jenes Spielers. Tarnen heißt halt, dass wir sie halt... Sozusagen eigentlich so wie ver... Dass wir sie halt auch als 2-2er-Kreatur ins Spiel bringen. Verdeckt ins Spiel bringen, Verdeckt ins Spiel bringen, mit Abwehr 2. Ja. Richtig, ja. Die ist krass. Auch schön. Nice.
und die Fallaktenprüferin für 3 Mana 1-4 und wenn sie ins Spiel kommt und immer wenn du einen Fall löst, schau dir, du hast ein 6K in deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Verzauberungskarte offen vorzeigen, sie auf deine Hand nehmen. Lege den Rest in Zugreihenfolge unter deine Bibliothek. Du kannst Mana ausgeben, als wäre es Mana einer beliebigen Farbe, um Fallzaubersprüche zu wirken. Hm. Die ist auch richtig schön dann die für Fallkarten. Für Falldeck, ja. Weil du suchst ja einfach direkt den nächsten Fall raus, ne? Ja. Und hier haben wir nochmal den einen Hinweis. Jo. Das ist aber der Hinweis, den wir schon hatten, ne? Ja, den hatten wir schon. Schade. Aber das war ein richtig gutes Booster. Das war ein schönes Booster, ja. Ein gutes Booster. Mhm, mhm. So. Schön die. Kann man jetzt hier durchgehen? Hier nochmal im Dienst mit dem Beam Artwork. Noch am überlegen, wie diese Bilder zusammenpassen. Dann tot geglaubt für ein beliebiges ein. Ja. Schwarze Spontanzauber bis zum Ende des Zuges erhält eine Kreatur deiner Wahl +2/+0 und wenn diese Kreatur stirbt, bringe sie unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück und verdächtige sie. Dann haben wir nochmal den Ausstatter der Agentur. Dann haben wir Tolsimir, Licht der Mitternacht für 2 beliebige, ein grünes, 2 weiße, legendäre Kreatur, 11 Speer, 3-2 Lebensverknüpfung. Wenn Tolsimir ins Spiel kommt, erzeuge Voya, Fanpirscher, einen legendären 5-5 grünen und weißen Wolf-Kreaturspielstein, der Trampelschaden verursacht. 5-5 mittlerweile schon. Das ist krass. Okay. Immer wenn ein Wolf, den du kontrollierst, angreift und falls Tolsimir in diesem Kampf angegriffen hat, blockt eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, jenen Wolf in diesem Kampf, falls möglich. Das ist natürlich, können wir schön den Schaden auf unseren 5-5er Wolf lenken, ne, um irgendwie Kreaturen vom Gegner da wegzumachen. Krass, krass. Musst du erstmal den finde ich auch cool. Ja. Ja. Gefällt mir. Ja. Hier noch ein Land und wieder eine Adverkarte. Also bis jetzt finde ich das halt auch echt cool. Das ist echt also cool. Das ist, ich freue mich auf jeden Fall schon mega, das zu spielen. Es ist mal wieder was anderes, ne? Also ja. Ist mal nicht dieses, wir haben jetzt hier Dinosaurier, also dieses typische Fantasy-mäßige, weißt du? Ja. Wir sind halt einfach mal wieder in der Stadt. Wir haben Mord. Wir haben Hunde, wir haben, wir haben kleine süße Aber Welten. Es ist natürlich Ravnica, ne? Also Ravnica ist ja auch so eine. Aber es ist halt eine andere Seite von Ravnica, ne? Ja. Das ist ja eigentlich das Schöne daran. Nachttrinker Moro. Morui, ja, für 4 Mana, 4-2, ist ein Vampir, fliegend und wenn er ins Spiel kommt, verlierst du 3 Lebenspunkte. Oh Mann. Und Verkleidung für 2. Ja. Entlarvung des Schuldigen für 2 Mana, spontan, aber bestimme eines oder beides. Decke eine verdeckte Kreatur deiner Wahl auf. Oder schicke eine beliebige Anzahl an aufgedeckten Kreaturen mit Verkleidung, die du kontrollierst, in einem verdeckten Haufen ins Exil, mische den Haufen und tarne sie danach. Um eine Karte zu tarnen, bringe sie als eine 2/2-Kreatur mit Abwehr 2 verdeckend ins Spiel. Ne? Decke sie zu einem beliebigen Zeitpunkt für ihre Mana-Kosten auf, falls es eine Kreaturenkarte ist. Ja. Und wenn sie verkleidet hat, kannst du sie theoretisch auch für die verkleideten Kosten aufdecken. Ja. Die Rohrzange. Für ein weißes Mana, Hinweis Ausrüstung, die ausrüstete Kreatur hat +1/+1 und hat Wachsamkeit und für 3 Mana tappe eine Kreatur deiner Wahl und für 2 Mana Opfer die Rohrzange, ziehe eine Karte, Ausrüsten 2. Eine Split-Karte, drücken und ziehen, verwechsel ich auch immer, ein beliebiges und ein weiß-schwarz-Hybrid, Hexerei, zerstöre eine getappte Kreatur deiner Wahl oder ziehen für 4 Mana und sonst 2 Mana schwarz-rot-Hybrid, Hexerei, bringe bis zu 2 Kreaturenkarten deiner Wahl aus genau einem Friedhof unter deiner Kontrolle ins Spiel, sie erhalten bis Eile bis zum Ende des Zuges, auf was sie zu Beginn des nächsten Endsegments. Okay. Und... illegale Maskerade für 4 Mana Verzauberung aufblitzen. Wenn die illegale Maskerade ins Spiel kommt, lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst, eine Hochstaplermarke. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst und auf der eine Hochstaplermarke liegt, stirbt, schicke sie ins Exil. Bringe bis zu eine andere Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Kannst du hier einfach auf eine
kleine Kreatur die Marke legen und dir dann eine große wiederholen, ne? Cool, gefällt mir. Mhm. Und ja, wenn auch Kyolox Vision. Kyolox. Visionärer Erfinder für 7 Mana. 4-4. Ein Vashino-Handwerker. Bedrohlich, Abwehr 2 und Eile. Mhm. Immer wenn Kyolox angreift, opfere eine beliebige Anzahl anderer Kreaturen und schicke dann die obersten X-Karten deiner Bibliothek ins Exil, wobei X gleich deren Gesamtstärke ist. Du kannst von den ins Exil geschickten Karten eine beliebige Anzahl an Spontanzauber und oder Hexereien wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Mhm. Ja, muss ja auch was können, wenn das so teuer ist. Ja, ne? Klar. Du musst halt was opfern, um was zu kriegen, ne? Ja. Ein Sumpf. Und ein Goblin. Ja. So. Jetzt auch wieder 2 Rares. Bin mal gespannt, wir ziehen am Ende ja nochmal durch. Wir legen nochmal alles aus, wie viele Rares wir dann am Ende jetzt geöffnet haben. Weil am meisten öffnen hatten wir schon. Wir hatten schon einmal 3, ne? Mit deinem Drachen. Ja. 4 noch nicht, aber oft 2 Rares. Ja. Ist ja auch mal spannend. Man draftet ja dann auch mit diesen Boostern. Heißt also, du wirst ja im Draft auch viel mehr Rares haben und ein viel höheres Power-Level, ja, ne? So, Polygraphenkugel für 4 und ein schwarzes Artefakt. Wenn sie ins Spiel kommt, schaue dir die obersten 4 Karten deiner Bibliothek an, nimm 2 davon auf deine Hand und lege 2 auf deinen Friedhof. Du verlierst 2 Lebenspunkte und für 2 und Tappen und Beweissicherung 3. Jeder Gegner verliert 3 Leben, es sei denn, er wirft eine Karte ab oder er opfert eine Kreatur. Mhm. Dann hatten wir den, glaube ich, auch noch nicht, ne? Bolrak-Clan Prügler für 4 und 2 rote. Kreatur Zyklop Krieger 3-2, Doppelschlag, Trampelschaden und Verkleiden für 5. Mhm. Dann den Egel. Dann forensische Tüftlerin für 2 und ein blaues 2-3 Kreatur. Sagt, immer wenn du einen Artefaktzauber wirkst, stelle Nachforschung an. Aktivierte Fähigkeiten von Artefakten, die du kontrollierst, kosten beim Aktivieren 1 weniger. Dieser Effekt kann die Menge Mana in jenen Kosten nicht unter 1 Mana reduzieren. Also wir können nichts umsonst spielen. Aber ja, ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, Detektiv, wenn man mit Artefakten spielt. Ja. Ja. Hier noch eine Foil-Karte. Und die nächste Listenkarte, Ghost Quarter, ist ein Landsack für Tappen, macht es ein Mana, ein farbloses. Oder wir können es tappen und opfern, dann können wir ein Land unserer Wahl zerstören. Dann kann der Beherrscher des Landes seine Bibliothek halt nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie offen vorzeigen, ins Spiel bringen halt und dann seine Bibliothek mischen. Jo. Und hier noch ein sehr, sehr schöner Wald. Und Magic Arena Token. Weiter geht's. Weiter geht's. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Booster habe ich noch. Das heißt, wir sitzen hier noch ein bisschen, Kinder. Unerlaubter Abtritt hatten wir das schon. Bringe eine, für 2 Mana bringe eine Nichtland permanent deiner Wahl auf die Hand seines Besitzers zurück. Überwachen 1. Mhm. Im Dienst für 4 Mana hatten wir schon. Ja. Den nicht. Unterstadtvollstreckerin für 5 Mana, 3-3. Wenn die Unterstadtvollstreckerin ins Spiel kommt, kannst du ein Artefakt oder eine Kreatur opfern. Wenn du dies tust, schicke eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, ins Exil. Mhm. Frischer Tat ertappt, haben wir schon. Forensikerin. Och, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Für 3 Mana, eine 1-3 Kreatur. Mehrfolgdetektiv für Tappen. Enttappe ein anderes Permanent deiner Wahl, das du kontrollierst. Und für Tappen. Beweissicherung 3. Tappe eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Mhm. Rachsüchtiger Verfolger für 2 Mana, 2-2. Immer wenn ein Gegner ein Artefakt opfert, fügt der rachsüchtige Verfolger ihm 2 Schadenspunkte zu. Mensch, Detektiv. Auch interessant. Riesenmaulwurf. Ansrags Raserei für 5 Mana Hexerei. Mit wieder einem Textblock, ja. Zerstöre alle Artefakte, die du nicht kontrollierst und schicke dann die obersten X-Karten deiner Bibliothek ins Exil, wobei X gleich der Anzahl an Artefakten ist, die in diesem Zug aus dem Spiel auf Friedhöfe gelegt wurden. Du kannst eine auf diese Weise ins Exil geschickte Kreaturenkarte ins Spiel bringen. Sie hält Eile bis zum Eile. Bringe sie zu Beginn des nächsten Endsegments auf deine Hand zurück. Mhm. Ja, okay. Dann noch eine Foil. Ja, okay. Dienst cool. Hier.
ein Sumpf. Und hier haben wir mal tatsächlich den, Token sozusagen. Verdeckte Kreaturen-Token. Genau. Den man für Tarnung und Verkleidung benutzt. Ja. Ey, nach, keine Ahnung, 20 Boostern. Hatte der auch immer, die gerade auch noch so eine Macke? Ja, gucken. Immer noch. Hatten wir schon? Schon. Was soll man dazu sagen, ne? Na, alle kaputt. Dann Hunbrand-Jongleur für ein rotes, ein schwarzes Kreatur mit Schamane 2-2. Wenn er ins Spiel kommt, verdächtige bis zu einer Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Und für drei beliebige, ein schwarzes, ein rotes, opfere eine verdächtige Kreatur. Eine Kreatur deiner Wahl erhält -5/-5 bis zum Ende des Zuges. Jo. Die Wurzeln nochmal. Der Rückschlag. Und hier Handelsbezirk. Das nächste Land in jetzt hier rot-grün. Jo. Aber auch mit einem sehr, sehr schönen Artwork. Dann hier nochmal der Kryptex. Dann Schnitt aus dem Schatten in Foil, eine Insel und Voja als schön. Wolf. Ist auch süß, ne? Ja. Oh, kleiner süßer Wolf. Oh, bist ja nur 5/5 mit Trampelschaden. Ja, also ich finde auf jeden Fall auch gut, dass sie gesagt haben, hier von wegen Playbooster sind so und so aufgebaut und sie sind einfach genau so nicht aufgebaut. Ja! Oh mein Gott, das habe ich mir auch schon gedacht. Weil wir haben die Rare und da sollte eigentlich Basic Land kommen und dann zwei Wildcards, aber es ist halt erst zwei Wildcards und dann die Basic Land und das ist auch irgendwie ganz, also irgendwie. Kann auch sein, dass das nur die deutschen oder die nicht englischen Booster sind sozusagen, die wieder anders aufgebaut sind, weil die ja nicht irgendwie aus Amerika kommen, aber who knows. Naja, sie sind auf jeden Fall anders ansortiert als eigentlich angegeben. Zum Töten genötigt für 5 Mana Verzauberung Aura. Verzaubert eine Kreatur. Du kontrollierst die verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur hat Basisstärke und Widerstandskraft 1/1, hat Todesbührung und ist zusätzlich zu ihren anderen Typen eine Assassine. Mhm. Sehr cool. Probensammler. Ja, Probensammler. Für 5, nicht für 5 Mana, für 3 Mana, 2/3. Trolldetektiv. Immer wenn der Probensammler angreift, kannst du Beweissicherung 3 durchführen. Wenn du dies tust, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Mhm. Die verlangten Prüferin hatten wir schon. Gedeihender Blütenverwandler für 2. Nee, Blütsverwandter. Blütsverwandler. Okay. Ja. Was ist das für ein Artwork? Ja, das ist eine riesige Pflanze. Okay, 0/0, Pflanzenelementarwesen. Ja, erhält +1/+1 für jeden Wald, den du kontrollierst. Und Verkleidung für 5 Mana. Wenn der gedeihende Blütsverwandte. Verwandte, ja. Nicht Blutsverwandt, sondern Blütz, weil es eine Blume ist. Ja. Ah! Wenn er dann aufgedeckt wird, durchsuche deine Bibliothek nach bis zu 2 Waldkarten, zeige sie offen vor, bringe eine davon getappt ins Spiel und nimm die andere auf deine Hand und mische danach. Mhm. Ja, okay. Ja, okay. Ist okay, die Karte. Verlaufen im Irrgarten für X und 2 blaue Mana. Verzauberung. Aufblitzen. Wenn Verlaufen im Irrgarten ins Spiel kommt, tappe X Kreaturen deiner Wahl. Lege auf jede jener Kreaturen, die du nicht kontrollierst, eine Betäubungsmarke. Mhm. Getappte Kreaturen, die du kontrollierst, haben Fluchsicherheit. Mhm. Ist auch schön. Das ist natürlich eigentlich ganz gut, ja. Dann rachsüchtiger Rand nochmal. Die Insel. Und der Werbeturm. Gut. Dann mache ich weiter mit hier Qual der Wahl. Ja, ich habe auch noch 4 Booster. Oh. Ja, wäre cool, wenn wir nochmal eine Special Guest Karte öffnen. Ja, stimmt. Aber die sind natürlich sehr, sehr selten. Hundeführerin hatten wir auch schon, ne? Ja, klar. Klacker, klar. Okay, sorry. Wie viele Mythics habe ich eigentlich schon geöffnet? 2, ne? Ja, ich habe. Ja, auch 2. Oh, dann ist ja schon eigentlich ganz gut. Bin mal gespannt, wie viele Rares wir jetzt am Ende haben. Oh, da haben wir direkt die nächste Mythic. Agus Kost, wenn man davon spricht, ne? Geist der Gerechtigkeit. Für 2 beliebige, ein rotes, ein weißes, legendäre Kreatur, Geist, Detektiv, 2/4, Doppelschlag, Wachsamkeit. Immer wenn Agus Kost ins Spiel kommt oder angreift, bestimme bis zu eine Kreatur deiner Wahl. Falls sie verdächtig ist, schicke sie ins Exil, andernfalls verdächtige sie. Oh. Ja, Gerechtigkeit. Den Verdächtigen kommen alle weg. Den finde ich auch echt cool. Ja. Also, gefällt mir. Der ist stark, ja. Ist natürlich Doppelschlag ist immer. Wenn er eine Karte Doppelschlag hat, dann.
Alles ist ja gut. Oh, hier kannst du den Mord noch mal ein bisschen näher sehen. Yeah. Nice. Ja, der ist schon. Zeig mir die Leiche. Ja, ist schon gut. Die Geister sind immer ziemlich gut. Boros möchte halt draufhauen. Boros möchte mit Geistern draufhauen. Entkommenskündlerin. Künstlerin. Ja. Was habe ich heute hier für den Namen? Toll. Ja, die Namen. Die Namen. Ja. Für zwei Mana. Liegt an der Brille. Ja, liegt an der Brille. Für, genau. Ja. Für zwei Mana 2/1. Die Entkommenskünstlerin kann von Kreaturen mit Stärke 3 oder mehr nicht geblockt werden. Verkleidung für zwei Mana. Und wenn die Künstlerin aufgedeckt wird, bringe eine andere Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Mhm. Das stimmt was nicht. Für 5 Mana Spontanzauber bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Verdächtige sie. Mhm. Oh mein Gott. Forum Vertrauter für ein weißes Mana 1/1 eine Katze. Eine Verkleidung für 2 Mana. Wenn der Forumsvertraute aufgedeckt wird, bringe ein anderes Permanent deiner Wahl, das du kontrollierst, auf die Hand seines Besitzers zurück und lege eine +1/+1 Marker auf den Forumvertrauten. Ich würde ihn auch vertrauen. So süß und fluschig. Wir haben einen Fall. Fall des durchstöbernden Labors. Für 3 Mana. Spontanzauber und Hexereien, die du wirkst, kosten mein Wirken 1 weniger. Lösen. Du hast in diesem Zug 4 oder mehr Spontanzauber und oder Hexereien gewirkt. Okay. Und gelöst, immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, ziehe eine Karte. Boah, ist aber schon krass stark, schon krass, ne? Also du kannst halt einfach so erst günstiger Optionen oder so spielen, kostet halt oder nur so ein Mana-Kram. Du musst einfach erstmal kriegst du alles günstiger. Dann musst du natürlich viel spielen, aber ist natürlich alles günstiger. Und dann kriegst du halt einfach Belohnungen, wenn du was spielst. Ja. Ist mal wieder ekelhaft. Pompöser Prahlhans. Okay. Ja. Für 3 Mana, 4/2. Der sieht auch irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Bade. Wie so ein Hans. Mensch, Bürger. Der pompöse Prahlhans hat Fluchsicherheit, solange es dein Zug ist. Der pompöse Prahlhans kann von Kreaturen ohne Namen nicht geblockt werden. Kreaturen? Macht euch erstmal einen Namen, Gesindel. Oh, yo. Okay. Damn. Das ist so ein Adliger, der einfach mal wieder so alle fertig macht. Aber selbst eigentlich voll das Opfer ist. Ja, mit dem Hut auf jeden Fall. So, hier haben wir wieder eine der süßesten Karten. Gott. Das sieht einfach aus wie so eine Maulwurf-Oma, die so, komm Kinder, ich hab noch Kekse. Aber so lieb, nicht dass ja, guck dir mein Band. Ich hab so süßen Band. Nicht so. Nette Oma. Ah. Komm, steig mal in den Ofen. Hatten wir die Jagd beginnt schon? Ich lese es einfach nochmal vor. Für 2 beliebige ein rotes Spontanzauber, eine Kreatur deiner Wahl hält +3/+0. Und er schreibt bis zum Ende des Zuges. Erstelle Nachforschung. Aber ein cooles Artwork. Ja, das stimmt. Ja. Ist halt wieder hier das Story-Highlight, ne? Special Guest. Special. Geheizte Drohnen schmieden. Für 3 beliebige ein rotes Kreatur, Mensch, Handwerker 2/3. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug erzeugst du einen 1/1 farblosen Chopter Artefakt Kreatur Spielstein mit Flugfähigkeit. Erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Opfere ihn zu Beginn deines nächsten Zuges. Nächsten Endsegments. Achso, ja. Aber finde ich auch gut. Nachbarschaftswache. Ein beliebiges, ein weißes. Sein Einhorn. Das könnte aber auch irgendwie so pompöses Einhorn Hans heißen, ne? So wie das aussieht. Sieht so aus, als wäre es das Haustier von Hans. Ja. 2/2 Kreatur. Immer wenn eine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Ja, sieht so aus. Sehr gut. Ja. Die Keule. Oh! Oh, Krenko. Krenko, Boss der Zinnstraße. Baron, Entschuldigung. Für 2 beliebige ein rotes, legendäre Kreatur Goblin, 3/3 mit Eile, sagt für Tappen, Opfer ein Artefakt, lege auf jeden Goblin, den du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Mega, vor allem wenn man ihn dann mit dem alten Krenko zusammenspielt, der ja immer zu Beginn deines Kampfes einen Goblin macht. Ne? Und dann kannst du halt für Tappen, Opfer ein Artefakt auf jeden Goblin. Es gibt ganz viele Krenkos. Achso, tut mir leid. Wenn du einfach nur Krenko... Der mich letztens fertig gemacht hat. Im Raffnicka Remastered. Ja.
Immer wenn ein Artefakt aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, kannst du ein rotes bezahlen. Falls du dies tust, erzeuge einen 1-1 roten Goblin-Kreaturspielstein. Erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Das ist halt krass. Es gibt auch einen Krenko, der Goblins verdoppelt. Aha. Krenko ist einfach krass. Krenko Mobboss heißt er, glaube ich. Ja. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Vielleicht. Krenko, also dieser Krenko ist auch mega krass. Krenko ist ein cooler Charakter. Ich mag halt, Krenko. Du opferst ein Artefakt halt ein und Goblin in dem Moment, ne? In dem du das Artefakt opferst, kannst du halt ein rotes bezahlen und kriegst deinen Goblin und Goblins kannst du halt mit den getappten, ach, mit den geopferten Artefakten pumpen. Na? Bam. Bam. Oh, Foilinsel. Mhm. Und hier noch einmal die Ausstampfkarte. So, drei Booster. Habe ich noch. Ja. Es geht darum, hier nochmal was Krasses zu ziehen. Schnitt aus dem Schatten hatten wir schon. Mit einem coolen Artwork jetzt aber. Ja. Blitzhelix. Ein super Reprint, endlich drin und wir haben ihn auch endlich jetzt gezogen hier. Ja. Für ein rotes und ein weißes Mana spontan, aber fügt einem Ziel deiner Wahl drei Schadenspunkte zu und du erhältst drei Lebenspunkte dazu. Ist halt einfach. Perfekt. Ein Banger. Ja. Alles, was man braucht. Grüngürtel-Radikale. Für 4 Mana, 4-4, mit Verkleidung für 7 Zentaurbürger. Wenn die Grüngürtel-Radikale aufgedeckt wird, lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Kreaturen, die du kontrollierst, verursachen Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Oh, krass. Halligalli nochmal. Ach, Halligalli, ja. Aber schon. Dann drehst du nicht um. Ah. Und noch eine Split-Karte. Sistieren und unterlassen. Ja, sistieren und unterlassen. Okay, für ein beliebiges und ein Schwarz-Grün-Hybrid. Spontanzauber, schicke bis zu 2 Karten deiner Wahl aus genau einem Friedhof ins Exil. Ein Spieler deiner Wahl erhält 2 Lebenspunkte dazu und zieht eine Karte. Mhm. Unterlassen für 6 Mana, Hexerei, zerstöre alle Artefakte und Verzauberung. Kostet aber Grün-Weiß-Hybrid. Ja. Die nächste Mythic. Unterholz Auskundschaft. Für 3 Mana, Verzauberung. Zu Beginn deines Verzauberungssegments bringst du eine Länderkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof getappt ins Spiel zurück. Ist natürlich gut, wenn man irgendwie damit. Da musst du halt ein richtiges Deck bauen, ne? Also da. Das kann halt wirklich ziemlich stark sein, weil du dann halt theoretisch jeden Zug gefühlt 2 Länder spielen kannst. Einmal aus deiner Hand und einmal halt aus dem Friedhof. Ja. Ja? Wenn du irgendwie mit Landung spielst, ne? Richtig. Ba-bam. Dann tut das schon extrem weh. Ja. Du warst so, weil wir eine Special-Guest-Karte gezogen haben, wie wir sehen, auf Englisch, ne? Ja. Childless Tracker für 3 Mana, 3-2, ne? Das sind natürlich einfach, Special-Guest-Karten sind einfach beliebte und starke Karten aus früheren Magic-Sets mit einer neuen Illustration, passend zu dem Set. Ja. Neu aufgelegt. Ja. Ne? Also, genau. Ist für 3 Mana eine 3-2-Kreatur. Mensch ist Scout. Ja. Mit Landung, genau. Perfekt. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, investigate. Heißt erzeuge einen Hinweis. Stell später. Nachforschung an, ja. Richtig, genau. Und immer wenn du einen Hinweis opferst, pack eine 1-plus-1 Marke auf den Tireless Tracker. Kommt doch aus dem Innistrad, aus Schatten über Innistrad oder Eldritch Moon, oder? Ich glaube, der kommt daher. Ja. Boah, keine Ahnung. Ich glaube schon. Da war auf jeden Fall. Da auch war so eine Karte drin, deswegen. Auch, da müsste ich jetzt das Alter abziehen. Weil die Clue-Token kommen ja aus ursprünglich Shadows over Innistrad. Sehr super cool. Set. Special Guest Karten. Da haben wir einen. Und da haben wir auch endlich mal ein Gebirge in Feuer. Sieht auch sehr hübsch aus. Boah, sieht auch brutal aus, ja. Ja, damn. Ja, es gibt 10 verschiedene Special Guest Karten. Und wir haben eine. Ey! Let's go. Ja, guck mal, eine Mythic und eine Special Guest Karte. Das ist schon nicht schlecht. Das war ein gutes Booster nochmal. Ja. Vor allem beide mit Landung. Kannst du perfekt, wenn du die im Draft ziehst, kannst du direkt. Du kannst zwar nur eine Karte picken, aber. Ja, ich glaube, die Verzauberung, da musst du wirklich ein wirklich passendes Deck drum bauen, damit die auch wirklich sehr stark ist, weil. So, improvisierte Fesseln hatten wir, glaube ich, noch nicht. Für 2 beliebige ein weißes Verzauberung. Wenn die Fesseln ins Spiel kommen, schicke eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert, ins Exil, bis die Fesseln das Spiel verlassen. Du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Oh. Mhm. Sehr stark. Die Verschleimung. Beweislast hatten wir auch schon. Seil.
der Mitmischer. Und Lasaf, der Antlitzträger. Für ein blaues, ein schwarzes, 2-3 Kreatur, legendäre Kreatur. Auch ein Detektiv. Genau, Gestaltwandler Detektiv. Immer wenn er angreift, schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil und stelle dann Nachforschung an. Immer wenn du einen Hinweis opferst, kannst du Lazav bis zum Ende des Zuges zu einer Kopie einer Kreaturenkarte werden lassen, die von ihm ins Exil geschickt wurde. Und er ist auch für 2 Mana immer noch 2-3, ne? Er ist für 2 Mana auch 2-3, das ist auch wieder krass stark hier. Dann haben wir hier noch die Durchgangsstraße in Foil. Eine Ebene und nochmal hier eine coole Artwork-Karte. So, vorletztes Booster-Banier. Oh mein Gott. Es neigt sich dem Ende. Ja, 2 Booster habe ich noch. Ich muss jetzt schon sagen, ich freue mich jetzt schon, das Collector, das Sammler-Booster-Display zu öffnen. Ja, diesmal auf Deutsch. Ja. Ohne Struggle. Da kann man dann natürlich auch wieder nummerierte Karten ziehen, wie immer. Vorwitzige. Nee, nur nicht in dem Artwork. Ja. Mögliche. Du kriegst immer nur die Split-Karten, ne? Gesums und Gedöns. Ja, da haben die sich richtig Mühe gegeben bei den Kartennamen, Leute. Ja, hier, für 3 Mana, darunter Weiß-Rot-Hybrid, spontan zwar, lege auf jede angreifende Kreatur, die du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Und Gedöns für 4 beliebige und dann 2-mal Weiß-Blau-Hybrid, Hex 3. Erzeuge 3-1-1 farblose Top-Data-Kreaturen, spiel Steine mit Flugfähigkeit und Überwachen. Ja, und dann halt Überwachen 2, ne? Ja. Haben wir den Überwachungsspezialist? Ich glaube noch nicht, nein. Okay, für 4 Mana, 3-3. Verdalken Detektiv, wenn der Überwachungsspezialist ins Spiel kommt, kannst du Beweissicherung 4 durchführen. Wenn du Beweissicherung durchführst, erzeuge einen 1-1 farblosen Top-Data-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit. Mhm. Üppige Säulenhalle. Sieht hübsch aus, ja. Hier das Selesnya-Land. Mhm. Keine Zeugen für 4 Mana, Hexerei. Jeder Spieler, der die meisten Kreaturen kontrolliert, stellt Nachforschung an, zerstöre dann alle Kreaturen. Ja. Oh, wow. Okay, ein Board-Wipe. Darf auch nicht fehlen. Mord in Foil. Und noch ein Gebirge. Nicht ein Gebirge. Ein Gebirge, Leute. Eine Ebene. Ja, also schön, dass wir das beide haben, dass du so siehst, okay. Das ist eine Ebene. Eine Ebene ist weiß. Also ist das wohl eine Insel. Yeah. Das mache ich aber auch immer, wenn ich die Farben sagen muss. Da sitzt mein Gehirn einfach immer aus. Ja, das ist immer. Bei Hybrid ist das immer schlimm. Das ist so dieses. Da ist ein grüner Baum drauf. Ist das jetzt ein Sumpf? Ich glaube schon. Ja. Muss. Ja. Tödliche Komplikation. Cooles Artwork. Sehr, sehr cooles Artwork. Haben wir die Karte schon? Ja. Ja? Mhm. Die jetzt, ne? Oder? Ach, lies nochmal vor. Tödliche Komplikation. Für ein beliebiges, ein schwarzes, ein rotes. Hexerei, bestimme eines oder beides. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl oder lege eine +1/+1 Marke auf eine verdächtige Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Du kannst bestimmen, dass sie nicht mehr verdächtigt ist. Die hatten wir noch nicht und die ist mega gut. Ja, bist schon. Ja? Ja. Oh, okay. Na, wo mal. Ja. Dann haben aber wir. Aber es ist halt stark, weil du auch beides bestimmen kannst. Ja. So. Okay. Und dann lebendes Rätsel für 4 beliebige ein blaues Kreatur Elementarwesen 2/5 fluchsicher. Falls du eine Karte ziehen würdest, während deine Bibliothek keine Karten enthält, übergehe ich stattdessen jenes Ziehsegment. Oh, das ist natürlich nicht mehr dadurch draufgehen, ne? Solange deine Bibliothek keine Karten enthält, ist das lebende Rätsel, hat das lebende Rätsel Basisstärke und Widerstandskraft 10/10 Flugfähigkeit und Wachsamkeit. Bam. Und halt ist halt also generell fluchsicher. Mach das mal weg, ne? Hast du zwar keine Karten mehr in der Bibliothek, aber du hast dann halt 10/10er da liegen. Mit Wachsamkeit, Flugfähigkeit und Fluchsicherheit. Ja, okay. Ja. Interessant. Ja. Sehr interessant. Dann haben wir den Dampfkerngelehrten. Aber für 2 beliebige ein blaues Mana, 2/2 Kreatur Seltsamkeit Detektiv. Für 4. Ach, nein, Entschuldigung. Fliegend Wachsamkeit. Und wenn er ins Spiel kommt, ziehe 2 Karten, wirf dann 2 Karten ab, es sei denn, du wirfst eine Spontanzauber- oder Hexereikarte oder eine Kreaturenkarte mit Flugfähigkeit ab. Woher kommt die 4? Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich das witzig finde, dass egal, was für Detektive das sind, dass die alle immer einen Hut tragen.
Ja, das ist halt Detektiv. Ne? Der ist halt nur eine Wolke, aber der hat halt trotzdem den Hut auf, ne? Das ist sehr wichtig. Der muss diesen Hut tragen. Und dann, Fall des unberührten Festmahls für 1, Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Zum Lösen sagt sie, du hast in diesem Zug 5 oder mehr Lebenspunkte dazu erhalten. In einem Lifelink-Deck hast du das halt direkt in einem Zug gelöst. Opfere diesen Fall. Kreaturen, Karten in deinem Friedhof erhalten bis zum Ende des Zuges. Du kannst diese Karte aus deinem Friedhof wirken. Und das in Weiß. Und das in Weiß und das und dann für ein Mana. Das ist schön. Das ist, weil normalerweise in Weiß aus dem Friedhof zurückholen, kriegst du nicht das so. Machst du eigentlich ja. Eher in Schwarz. Darum, Volt. Detektiv. Oh mein Gott, wir haben nur noch 2 Booster, um diesen super süßen. Das ist jetzt mein letztes Booster hier. Maulwurf als Karte, als Artwork-Karte zu ziehen. Gib dir Mühe. Fall der brennenden Masken hatten wir schon. Ja. Aufrufen einer Überraschungszeugin für 2 Mana Hexerei. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit Mana-Betrag 3 oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Lege eine Fliegenmarke auf sie. Sie ist zusätzlich zu den anderen Typen ein Geist. Ja, wie wir sehen, Taser ist gar nicht tot. Taser ist jetzt wieder. Einfach nur ein Geist. Und da habe ich die nächste Split-Karte. Ballast und Treibgut. Mhm. Ballast, ein beliebiges Blau-Grün-Hybrid. Spontan zwar, du willst 3 Karten, stell Nachforschung an. Und ja. Treibgut für Blau. Schwarz-Hybrid und insgesamt 6 Mana, darunter 2-mal dieses Hybrid-Mana. Ja. Hexerei. Jeder Gegner mildt 3 Karten. Dann kannst du aus dem Friedhof jedes Gegners einen Zauberspruch wirken, ohne seine Mana-Kosten zu bezahlen. Falls ein Zauberspruch, der auf diese Weise gewirkt wurde, auf einen Friedhof gelegt würde, schicke ihn stattdessen ins Exil. Krass. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist krass. Der war aber gerade schon wieder der Struggle beim Farben sagen, ne? Verstohlene Kurieren für 3 Mana, 3-2. Mhm. Mehrfolgberater. Die Kurieren kann nicht geblockt werden, solange du in diesem Zug ein Artefakt geopfert hast. Also ein Hinweis wahrscheinlich. Mhm. Immer wenn die verstohlene Kurieren angreift, ziehe eine Karte und wirf dann eine Karte ab. Ja. Ist das die Rare? Das ist die Rare, ne? Ja. Das ist die Maulwurf. Ach, die Raserei, ja. Ach, die hatten wir schon, ja. Ja, hatten wir schon. Jetzt hier im anderen Artwork sieht auch cool aus. Mhm. Der Hund. Wachhund. Hundengebirge. Und dann noch eine Artwork-Karte mit Unterschrift. So, letztes Booster. Für heute. Jo. Stellt sich die Frage, ziehen sie noch irgendwas so, Cooles? Mach mal meine Mythic Rares raus. Wovon ich doch auch, glaube ich, echt viele geöffnet habe. Nee, okay. eine. Nee, doch 4. 4? Ja, ich habe 4 du Mythics. Du hast 4 Mythics? Ja, ich habe 4 Mythics. Angeber. So, und Dienst. Beflissene Befragung. Für ein weißes, ein blaues Spontanzauber. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jedes Ziel außer dem ersten ein weißes und ein blaues mehr. Bestimme eine beliebige Anzahl an Spielern deiner Wahl. Stelle x mal Nachforschung an, wobei x gleich der Gesamtanzahl an Kreaturen ist, die jener Spieler kontrolliert. Du hast die Tratsch-Tante geöffnet, das ist viel besser. Achso, ja, tut mir leid. Aber das ist richtig gut. Oh. Dann die Ermittlerin nochmal in Foil. Sehr schön. Noch eine Foil-Ebene und hier noch einmal die mysteriöse Kreatur. Ja, ja gut, dann sind wir durch. War es das schon? Dieses Zoom mal raus. Ja, ich habe mir halt die Booster schon wieder auf die Verbindung gelegt. So. Was? Ja, nochmal. So, ich packe hier oben mal meine Mythic Rares. Ich lege jetzt meine Listenkarten nicht mit aus, es sei denn, es sind halt Rares. Ja, klar. Warte. So, ich habe hier nämlich Trostani geöffnet. Hydrata. Unterholz Auskundschaftung und den Tireless Tracker. Das sind meine Mythics gewesen. Also, das ist schon krass. Wir haben schon 6 Mythics jetzt gezogen, ne? Und 3 Doppelländer habe ich geöffnet. Warte. Ich habe ein Doppelband, zweites Doppelband. Wie viele Mythics haben wir insgesamt? 3. 7. 7 Mythics. Einer davon in Foil, einer ist ein Special Guest.
Wir haben auch 6. Ja, aber es sind ja alle Special Guests Mythic, ne? Ja. Ja. So, und dann lege ich einfach mal hier weiter aus. Ja. Und dann zählen wir gleich, wenn wir alles ausgelegt haben, nochmal durch, wie viele Karten wir insgesamt geöffnet haben. Ich lege mal Reihe die drunter. Doppelten so übereinander, ja? Okay, ich mach das so. Nö. Achso, ich jetzt aber. Leg sie einfach aus. Oh Gott, aber ich habe keinen Platz mehr. Zack. Hier können noch irgendwie so eins von ein paar hin. Warte, stopp. Ja, Daumen, ne? Achso, Daumen einfach. So, dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24. Mm-mm, 25. Ach, das ist komisch. Wir machen 8, 16, 24, sonst komme ich durcheinander. Okay. 32 und dann haben wir hier 40, 41, 42. Mhm. Was ist hier noch 43, irgendwo? 45, 50, 56, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 52 Rares und Mythics. Und Mythics in einem 36 Booster Display. 52, 36. Das ist ja. Das ist schon gut. Dann, ja, so. Also, das. Ich muss sagen, das Set hat wirklich echt krasse Karten. Ich freue mich schon wirklich, die zu spielen. Ich finde, der Drache ist mega. 16 die Tristani Karten, ja. Ist auch ja. Mega. Die Aurelia finde ich auch mega. Also, sind so viele krasse Karten dabei. Ja, du öffnest so circa, also fast in jedem zweiten Booster eine zweite Rare. Ja. Nicht ganz. Hast du jetzt gerade durchgerechnet? Das ist einfach nur so. Ach so. Also ja, schon ein bisschen. Ja. Aber coole Ausbeute. Wir haben 6 der Länder geöffnet. Die finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Erst recht, ja. Weil sie halt diese Landtypen haben auch. Ne? Ja. Und ja. Ja, also die Mythics. Ja? Also Playbooster. Jetzt muss man natürlich noch gucken, wie sie sich spielen lassen. Mhm. Ja, da bin ich nochmal sehr gespannt. Aber ich denke, aber das sind ja eigentlich so der perfekte Misch ist halt nur ein bisschen stärker als Draft Booster. Mhm. Also ich denke, das wird auch beim Draften da einfach nur noch ein bisschen mehr Spaß bringen und halt nur ein bisschen mehr Power Level, weil du mit Glück halt mehr Rares ziehen kannst. Ne? Wird natürlich auch ein bisschen teurer, ne? Weil ja. Playbooster sind natürlich teurer als Draft Booster. Ja. Aber natürlich ist natürlich auch, wenn man dann wie bei Trader spielt immer im Preispool, also im Picken sozusagen, also am Ende legen alle Spieler mal die Rares und Mythics aus und dann pickt der beste Spieler, der erste Platz und dann der zweite. Und dann ist natürlich da auch ein größeres Value sozusagen, ja, ja. Ne, an Karten. Heißt ja. Also, das ist eigentlich auch, gleicht sich so wieder ein bisschen aus. Aber Playboosts haben mir jetzt auf jeden Fall auch gefallen beim Öffnen. Okay, die Angabe sagen, ja. War natürlich ein bisschen verwirrend sozusagen, mit wo welche Karten stecken. Ja, weil ja. Das war, also die Booster-Sortierung wurde im Internet von Wizards anders angegeben, als sie jetzt am Ende im Booster selbst war. Ja. Aber das ist ja jetzt nicht der Weltuntergang. Nein, das ist ja nicht nein. Schlimm. Eigentlich finde ich auch die Sortierung, die jetzt am Ende im Booster war, besser ja. Als die, die auf der Website angegeben wurde. Kann aber auch sein, dass es bei englischsprachigen Boostern irgendwie anders ist oder wenn die Booster aus Amerika kommen, weil die Displays werden ja woanders hergestellt. Ja. Hatten wir jetzt am Ende überall auch immer noch diese kleine Macke unten links in der Ecke? Da hatte ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet, aber sieht das hier so auf den groben Blick eigentlich schon so aus, als hätten wir hier schon eigentlich die meisten Karten immer hier so 3 kleine Stampfer in der Ecke. Ich ja, nicht, ich muss sagen, bei manchen ist es dann wirklich so wie hier bei der Tüftlerin ist die Macke dann, ist es dann nur noch eine Macke so ganz klein, aber ja. Wir haben da leider ein Display abbekommen, was so ein paar Macken hat. Ich hoffe dass die anderen Displays nicht haben, weil das wäre natürlich schade. Ja, nicht so überall ist. Ja. Sondern jetzt hier ein Einzelfall war, aber wir wollen es euch natürlich mitteilen, weil es etwas ist, was ja nicht jetzt gerade so toll ist, ne? Ja. Aber das Set finde ich cool. Ja, also, ich freue mich mega, das zu spielen. Ich weiß noch gar nicht, was ich spielen möchte, einfach weil ich da finde, dass irgendwie sehr viele Farben sehr interessant aussehen. Ich finde einfach allgemein, ich finde die Fälle mega cool. Ja, also, ja. Dass du da wirklich diese neuen Verzauberungstypen ja. Hast sozusagen. Die und allgemein. Ja. Hat das Set ein paar richtig, richtig coole Karten. Also ja. Ich glaube, das wird richtig spaßig auch damit zu spielen. Ja. Na? Und ja.
Ich freue mich. Ich freue mich auch. Wenn es euch gefallen hat, schreibt das doch gerne in die Kommentare. Allgemein eure Feelings zu Modern Cat of Manor. Ne, weil das ist auch, glaube ich, wieder so ein bisschen leicht umstrittene Edition, weil viele sind eher so in so ein richtig typisches Fantasy-Setting, weißt du? Und das ist jetzt immer wieder so ein bisschen... Es ist ja natürlich immer noch Fantasy-Setting, ja, weil wir uns so halt immer noch auf Ravnica befinden. Mehr Mystery-Demokratie halt und sowas. Mystery weißt du, so ein bisschen ist voll cool, Leute. Die Leute wollen Bestien und Braufrauen und Wikinger. Okay. Aber schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Ja. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und dann wünschen wir euch viel Spaß mit Mord in Cal of Manor und allgemein Magic the Gathering. Bis dann. Tschüss. Tschüss.